Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, Ton und Bild sind alles gut. Das sieht hier erstmal ganz gut aus. Ich winke mal in die Runde. Ich check gerade mal den Ton, nicht, dass ich was vergessen habe. Abend zusammen. Ja, der Ton funktioniert. Zunächst wie immer der Disclaimer. All diejenigen, die neu zu meinen Livestreams sind, äh, sei geraten, ähm, äh, den Disclaimer zu den Livestreams zu lesen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort schreibe ich unter anderem, dass hier infantiler Humor zum Einsatz kommt, dass ich mal unvorbereitet bin, dass es mal äh, schlechte Witze gibt, dass es politisch nicht immer äh, korrekt zugeht. So ist es richtig. Dass auch diverse Getränke vielleicht mal ein bisschen verunreinigt werden, etc. etc. Das heißt also, das hier ist alles andere als ein seriöser und ernsthafter Stream. Und all diejenigen, die das nicht mögen, denen sei der Rat des von uns allseits geschätzten, Lieber, lieben Peter Lustig ans Herz gelegt, der da eins sagte: abschalten. Weil äh, dann regt ihr euch nicht auf, ich muss mich nicht aufregen und alle sind glücklich. Gut. Jetzt gucke ich aber erstmal, wer so alles da ist und äh, begrüße den Reinhard, den Frank, den Jörg, den Ghettomania, die Rowena, Guntram, Stefan, Beast, Jürgen, äh, Rudi ist da, hat gleich mal 1,49 springen lassen. Vielen Dank, lieber äh, Rudi, für das äh, Einhorn. Zorro, Elektrohorst, Waterhouse ist da, Bud ist da, äh, Reka ist da, Rainer, Angelika... Äh, Gundram hatte ich schon. Stefan, Roman, äh, Jochen, MS09, also von der Ma äh, Fahrschule Metzner. Manfred ist da. Kommt 83. Der Michael der Ex-Westfale. Ralf, Frank ist da. Äh, Beast, Tobias, Killroy, Jens Eike, Michael etc. etc. Und die Fahrschule Metzner ist schon im siebten Monat. Habe ich das richtig gelesen? Ja, im siebten Monat schon Zappelkönig. Vielen Dank für die Unterstützung, lieber Jochen. Dann der Jörg ist auch da. Der ist im zwanzigsten Monat Zappelprinz. Vielen Dank, lieber äh, Jörg. Very appreciated. Das Sven ist auch da, ist im 18. Monat Sappelkaiser. Thank you very much, lieber Sven. Und dann habe ich gesehen, der Beast hat gleich mal 10 Schweizer Franken echtes Geld springen lassen. Und äh, ich hatte vorhin auch schon 2,98 Euro, äh, glaube ich, im, im, äh, in den Chats äh, stehen. Ich kann das zwar hier nicht mehr sehen, aber ich vermute mal, äh, dass das vom lieben Peter ist und wahrscheinlich zwei gelbe Sporthunde waren. An dieser Stelle dann auch ein herzliches Dankeschön. Gut. Und ähm, oh, es geht ja noch weiter. Moment, Moment, wir sind ja durch. Der Uwe ist da, Wolfgang, Sebastian, Robert, Ralf und äh, der Jochen hat gleich mal zwei Euro springen lassen. Ich höre nichts. Check mal den Ton. Und, ähm, oh, es geht, doch, ich höre den Ton, dann solltest du ihn auch hören können. Äh, danke für die zwei Euro und 1 Euro vom Uwe. Vielen herzlichen Dank, Very Appreciated Hard Times. Jetzt hat der Herbert auch noch mal einen Next Time 299. Wie? Gehst du schon wieder, Herbert? Aber vielen Dank für die 299. Very Appreciated Hard Times. Und äh, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Stream anfangen, habe ich noch zwei wichtige Sachen. Zum einen, falls der Joachim zuschaut, ich bin mir jetzt sicher, ob er zuschaut, lasst doch bitte alle mal ein gute Besserung im Chat da, weil der Joachim ist äh, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Also lieber Joachim, von hier aus von der ganzen Ben-Community, von allen Benetariern, äh, gute Besserung und ich hoffe, du bist bald wieder im Discord. Gut, das hätten wir als erstes. Und dann habe ich heute für alle Kanalmitglieder eine Wahnsinnsankündigung. Und das ist eine Ankündigung, ich glaube, da werden ein paar von euch sagen, Michael, das kannst du nicht ernst meinen, das ist zu viel. Das können wir doch nicht annehmen. Wir können doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Das ist also wirklich ein, ein ganz, ein ganz, ein ganz tolles Benefit für alle Benetarier. Denn ihr habt es vielleicht gesehen, mein Buch ist fertig, also im Kopf ist es schon komplett fertig geschrieben. Im, äh, im Schlaf zum äh, Milliardär und dieses Buch habe ich zugesagt, dass es voraussichtlich vor dem Sion von Sono Motors auf den Markt kommt und ich gebe hiermit bekannt, dass alle Prinzessinnen und Prinzen und die Benditos und Benditas auf das Buch 25% Nachlass bekommen, wenn es denn dann irgendwann hoffentlich vor dem Sion von Sonomotors Motors auf den Markt kommt. Alle ähm, Heras und Heros bekommen 35% Nachlass. Alle Kaiserinnen und Kaiser bekommen 50% Nachlass und alle, ähm, ah, nee, alle Königinnen und Könige, jetzt hätte ich es fast verwechselt, und alle Kaiserinnen und Kaiser bekommen das Buch kostenlos. Wenn es denn dann irgendwann mal erscheint, hoffentlich noch vor dem Cion äh, von Sono Motors. Und dann habe ich mir zusätzlich noch überlegt, das muss ich alles noch in die Beschreibung zu den ähm, Kanalmitgliedern mit reinpacken, ähm, habe ich mir überlegt, sogenannte Benno-Punkte. Noch mit auszuschreiben. Das heißt also, ich werde auch die Tantiemen, die ich erhalte für dieses Buch, und ich gehe von, von Tausenden, von Hunderttausenden von Euros aus, weil es weil wird natürlich ein Bestseller und das ist auch jedem Verlag klar. Also, ich werde diese Tantiemen mit euch teilen, also einen Teil davon. Ich werde einfach 50% in einen Topf für die Kanalmitglieder packen und dann bekommen äh, Heras und Heros und Prinzessinnen, äh, nein, Prinzessinnen und Prinzen und Beneditos und Benditas bekommen jeweils einen Benno-Punkt. Heras und Heros bekommen zwei Benno-Punkte, Kaiserin und Kaiser drei und äh, nee, Königin und Könige drei und Kaiserin und Kaiser gleich vier Benno-Punkte. Und das steht dann immer für einen Anteil an diesem ähm, Ertragstopf. Und ich denke, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das heißt, ich gebe euch von meinem Gewinn, den ich damit erzielen werde, ähm, den ich aber bisher noch nicht erzielt habe und man auch nicht weiß, äh, wann genau das dann losgeht, gebe ich euch jetzt schon vorab was ab. Also, Benno-Punkte für alle Kanalmitglieder. Und Preisnachlässe, jetzt will ich gleich mal gucken, was ihr dazu schreibt. Ich nehme an, ähm, ihr seid selbst erschrocken angesichts der Schönheit meiner Persönlichkeit. Denn ich denke, noch großzügiger, noch großmütiger kann man gar nicht sein. So, ähm. Äh, und die Nicht-Abonnenten bekommen das umsonst. Die Nicht-Abonnenten, ähm, nicht was kriegen die Nicht-Abonnenten? Ähm, muss ich mir noch was überlegen. Die Nicht-Abonnenten bekommen auch irgendwas. Ja, wenn der Hund nicht geschlafen hätte, sagt der Rainer, das Sprichwort kenne ich nicht. Thorsten sagt, also umsonst für Umme, wenn du ähm, Kaiser bist, selbstverständlich. Was ist Zion? Das ist ein Elektroauto, was sehr, sehr bald auf den Markt kommt, lieber äh, OSX-Svenson. 35% von 0 bleibt 0. Der Peter ist wieder total skeptisch. Einfach total skeptisch. Jehu für Umme, <laughs> schreibt der kommt 83 für die, äh, die Nicht-Abonnenten ist eh alles umsonst. Ja, das stimmt auch wieder. Gundraum, das ist ein sehr guter Einwand. Im Gegensatz zu den Belletariern äh, äh, müssen die Nicht-Kanalmitglieder nichts bezahlen. Bu bu, 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 schreibt der Oberfreak, warum äh, veralberst äh, uns der Mann vor der Camp- äh, Alexander, entschuldige mal bitte. Ich habe das Konzept von einem Startup übernommen. Ich denke, äh, das ist keine Veralberung, sondern das ist einfach äh, ein gängiges äh, Geschäftsmodell mittlerweile. So, ähm, und es haben auch einige dem Achim ja, gute Besserung gewünscht. Vielen Dank dafür. Der Jens schreibt, das Buch gibt es gratis bei jedem und dabei. Das wäre vielleicht auch was, dass ich vielleicht mit Sono Motors mal, mich unterhalte, ob die das, ähm, es war es nicht auch so, dass das TE-Magazin nicht auch mal eine Weile, zumindest bei irgendwelchen Tesla-Sendern, ähm, mit dem Model 3 mit dazu gab? War das nicht mal so? Ich glaube, da war mal irgendwas. Und so machen wir das vielleicht mit dem Buch äh, im Schlaf zum äh, Milliardär. Mal gucken, da müssen wir mal sehen. Äh, Peng oder Blob, schreibe, fragt der Peter, verstehe ich nicht. Als ob der Milliardär sich die Mühe macht, das Buch zu schreiben. Schreibt er Licker. So bin ich. Das ist wie bei den Analysten. Also ich habe auch mal geguckt. Also wenn er jetzt zum Beispiel, Moment, mal gucken, ob ich das gerade schnell finde. Finanzen net. Moment, ich gucke gerade mal. Ähm, weil da frage ich mich immer. Äh, wie, wie wird man Analyst und warum ist man Analyst? Wenn man Ahnung hat, kann man doch die Aktien kaufen und dann äh, braucht man gar nicht mehr Analyst sein, Moment. Moment, Sono Motors. Aktie. Da müsste doch. Hier, ich glaube, hier ist es. Jawohl, ich glaube, ich hab's. Analysen. Ist das hier? Ich, ich meine, ich ganz kurz, ich will euch das nur gerade zeigen, weil ich das sehr, sehr amüsant finde. Und es mich wieder daran bestätigt, dass man ähm, auf äh, Analytiker oder an Experten eigentlich nicht äh, auf Experten net hören sollte. Nee, ich finde es leider nicht. Im Moment. Börsenplatz, Charts, Analyse, Realtime. Nee, ich finde es nicht. Also zu Sono Motors. Oh, jetzt hat er Ronny hier wieder nicht angesteckt. Moment, muss ich gerade mal. Also, ähm, zu zu motors. Ähm, steht momentan bei 5,43 Euro. Ich hoffe nicht, dass allzu viele äh, Sonomodus Vorbesteller die Aktie ähm, äh, gekauft haben. Ähm, aber steht jetzt bei 5,43 Euro und es gibt 100% Empfehlungen. Äh, Kauft der Aktie auf irgendeiner anderen Internetseite. Oder war das Onvista? War das bei Onvista? Wir gucken gerade nochmal, ob wir bei Onvista was finden. Moment. Da schauen wir jetzt nochmal. Und ich frage mich immer, wie kommen die, wie kommen die Analysten dazu? Zu sagen, ja, das ist eine Aktie, die sollte man kaufen. Und mal gucken. Analysten. Äh, brr, 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 brr. Haben wir hier was? Ne, hier finde ich jetzt auch nichts. Irgendwo habe ich da was gesehen. Nee. Ähm, ich finde es nett. Tut mir leid, Leute. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber ähm, ja, ich finde es, wie gesagt, nett. Und äh, da könnte man aber vielleicht kooperieren. Das ist keine schlechte Idee. So, jetzt gucke ich nochmal weiter, Übersetzung in alle Sprachen der Welt muss sein, selbstverständlich kommt 83, auch in Kiswahili, ähm, ich hätte das gerne auf einer Rolle Klopapier gedruckt, sagt der Rainer, das lässt sich aber doch da richtig schlecht lesen, Rainer, wieso willst du das auf eine Rolle Klopapier, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, was der Rainer damit meint, will 100% das Zebra, sagt der Chipsen, 100% das Zebra, wie 100% das Zebra? Ähm, Reise nach Pistonia gibt es auch Rabatt Kim, das ist natürlich drin in der Mitgliedschaft für jeden, ne? für jedes Kanalmitglied das ist ja bekannt ähm, MS1909, äh, MS09 schreibt ich bin nicht erschrocken, ich suche noch nach der Schönheit in deiner Persönlichkeit im Keller und habe deswegen nichts mitbekommen ganz toll, also hier wird wieder mal die Schönheit meiner Persönlichkeit missachtet oder nicht erkannt, jetzt sehe ich gerade, der Jochen hat noch mal Moment, habe ich es richtig gesehen, wollen noch mal 5 Euro für anständiges Bier äh, springen lassen Lieber Joran, vielen Dank, wäre ihr und ich habe auch ein paar, oh, ich habe ein paar verpasst, Moment, Moment, Moment. Müssen wir gerade nochmal gucken, dass ich hier einen Fehler mache. Also den Herbert hatte ich, der Don Kalitos, den ich versehentlich mit dem Don Carlos verwechselt habe, hat ein Nilpferd auf einem Bürostuhl geschickt für 9,99, vielen Dank, lieber Don Carlitos. Der Roman ist schon seit vier Monaten Sabelkaiser und schreibt, gute Besserung, lieber Joachim, also vom Roman ganz persönlich. Ähm, und die Fahrschule Metz hatte ich jetzt gerade schon und da können wir jetzt auch schon äh, mit dem eigentlichen Stream beginnen. Ne? Der H.A. schreibt noch, ich zahle für das Buch so viel, wie du deinen Moderatoren als Gehalt zahlst. So viel willst du zahlen, lieber H.A. Das, ja, das ist ja erstaunlich. Gut, also und jetzt kommen wir natürlich zu dem, weshalb ihr alle da seid. Das Ben-Gewinnspiel, was natürlich jeden Sonntagabend stattfindet. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, leichtestes Gewinnspiel äh, im Internet inklusive YouTube. Und äh, für diejenigen, die es noch nicht kennen, auf diesem Stuhl liegt ein Gegenstand. Den Gegenstand gilt es zu erraten. Wer als erster den Gegenstand en Detail bis ins Kleinste richtig als erster im Chat schreibt, der gewinnt folgendes. Denn es gibt natürlich wieder etwas aus dem Breaking Electro News Spreadshirt Shop. Link natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und es gibt wieder ein T-Shirt. Mal sehen, welches Motiv wir heute nehmen. Wir nehmen mal das Motiv. Das ist auch vom lieben Andy mit E. Don't mess with the Turtle. Ich werde jetzt nochmal ein, ein, ein T-Shirt machen, wo ich irgendwas mache mit Fear the Turtle. Fear the Turtle, ne? Also ähm, hab Angst oder, oder ähm, fürchte. Fürchte die, die Schildkröte. Also dieses T-Shirt gibt es heute zu gewinnen, natürlich in der Premium-Version und auch nicht in Slim-Fit-T-Shirt, ne. Ich weiß ja, wir alle haben so unsere Problemzonen, deshalb stinkt normales äh, Premium-T-Shirt, entweder für Männlein, für Weiblein oder diverse. Motiv dürft ihr euch natürlich auch hier aus dem Shop aussuchen, ne, was euch gefällt. Und das, wie gesagt, gibt es zu ähm, gewinnen und... Ihr könnt das auch käuflich erwerben. Ne? Also ein Schnäppchen hier 20,99. Ha! Es ist der Wahnsinn. Wirklich, ich muss verrückt sein, dass ich die Dinger so günstig raushaue. So, wir legen los, ich drehe um und äh, sobald ich umgedreht habe, könnt ihr alle mit dem Raden beginnen. Und ich kann nur so viel sagen, schnell sein ist hier ganz, ganz wichtig, denn äh, das ist so einfach, dass es wieder innerhalb der ersten 5 Sekunden nach dem Umdrehen erraten sein wird. Ihr werdet auch sehen, ich habe meinen neuen Jakko- ähm, äh, äh, Anzughosen an. Ja, es handelt sich nicht um äh, Trainingsanzughosen, weil ich habe die Kontrolle über mein Leben höchstens zu, 100, äh, zu 50% verloren. So, es geht los. Tada! Da liegt der Gegenstand. Ich gucke gerade mal, ob man den erkennen kann. Falls nicht, lege ich noch was unter. Ah ja, ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen schwierig. Ich lege mal gerade was unter. Damit ihr. Was lege ich denn unter? Ah ja! Hier, ich nehme eine e cannonball urkunde von 2019, unterschrieben von zwei info lensern So. Jetzt dürfte es gut zu erkennen sein. Mal schauen. Ach, guck an, jetzt erkennt man es aber wirklich ganz, ganz hervorragend. Dank 4K-Webcam, ähm, ja. Also das ist nicht nur die Bildqualität des Top, nein, auch die Qualität der Anzeige des zu erratenden Gegenstands ist, ist der Wahnsinn. Ich muss verrückt sein. So, jetzt hat der liebe Markus auch nochmal 5 Euro springen lassen und sagt Anzahlung für den künftigen Bestseller. Vielen Dank, lieber äh, Markus. Ich hatte ja auch schon mal äh, gezeigt. Entschuldigung. Wie das Ganze dann zukünftig aussehen wird. Habe ich das eigentlich noch? Was habe ich denn damit gemacht? Habe ich das weggebracht? Ich glaube, das ist weg. Ich werde doch nicht dieses Foto verloren haben. Sieht aber fast so aus, ne? Sieht fast so aus. Als hätte ich verloren. Ja, habe ich nämlich mehr hier, also ich weiß gar nicht, wo ich es hin habe. Okay, egal. Ähm, ihr wisst ja auch, Werbung haben wir eingeblendet, sehr schön. Ich mache immer ein bisschen Werbung, das muss jetzt auch schnell noch sein. Also, wenn ihr plant, bei Amazon ein tolles äh, Produkt zu erwerben, dann wäre es nett, wenn ihr über die breaking-elektro-news.de-Seite geht, dort auf Ben Shop, Ben Amazon und dann hier einfach irgendwas anklickt, ne? völlig egal was, so. Und ähm, dann euren äh, 1000 Zoll Q LED-Fernseher kauft, weil dann bekomme ich eine kleine Provision und euch kostet es keinen Cent mehr. So, haben wir jetzt schon alles? Jawohl, jetzt kommen wir dann äh, mal wieder, äh, müssen wir zwischenzeitlich auch ab und zu mal ein kleines Update machen. Zum Breaking news Tippspiel der Bundesliga. Und ich habe gesehen, auch der Ex-Westfale ist da, aka der Michael, der sich selbst ja als den größten Fußballexperten aller Zeiten vor Beginn des Tippspiels ausgegeben hat und auch schon äh, große Töne gespuckt hat, von wegen er besetzt alleine die ersten drei Plätze. Und da schauen wir uns jetzt mal an, ob der liebe Ex-Westfale seinen Worten auch Taten folgen lässt. Aber ihr könnt es euch schon vorstellen, er gibt ja schon immer mit seinen fünf Bildschirmen da in seinem China-Kracher an. Das ist unglaublich. Und so ist es natürlich auch mit dem Breaking Electronus-Tippspiel. Wir schauen mal, wie es da so läuft. Ich tippe ja extra schlecht, damit auch die ersten drei Plätze durch Zuschauer besetzt werden können. So bin ich, weil ich ja Preise dafür ausgelobt habe. Also wir sehen hier auf Platz 1 KHDP mit 274 Punkten. Heute auch ganz gut getippt mit 16 Punkten. Der SCF konnte für SC Freiburg stehen. 22 Punkte heute, also sehr gut abgeschnitten auf Platz 2. Und ich bin leider schon wieder nach vorne gespült worden, obwohl ich ja extra schlecht tippe. Wenn ich normal tippen würde, wäre ich natürlich auf Platz 1. Denn all I do is win, 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 no matter what. Da muss ich mir auch nochmal hier so ein, so ein Video einspieler mit dazu machen. Ich habe heute also auch mal 20 Punkte geholt. Das würde ich natürlich mindestens jeden Spieltag holen, wenn ich nochmal tippen würde. Und ähm, wir vermissen jetzt hier, ja, wir vermissen komplett den Ex-Westfalen. Hier ist der Frank, der hat ein paar Mal vergessen zu tippen. Da wird es natürlich schwierig zu gewinnen. Äh, Frank, Höhlen, Frank kommt, systemrelevant, Jan BV, AMG, Power Martin. Jumper hat gar nicht getippt und ist trotzdem noch vor dem Ex-Westfalen. Und der Ex-Westfalen hat gerade mal acht Punkte geholt. Also, ihr seht schon, der Ex-Westfalen, ne, so eine Klappe hat er, ne? Und das ist das, was er abliefert. Ich sag nur, also ihr seht das gerade, ne? Hier. Acht, acht ähm, Punkte, sogar drei Punkte mehr, als er Bildschirm in seinem Auto hat. Also ich nehme an, der Michael wird auch dieses Desaster noch irgendwie als Erfolg ähm, äh, propagieren können. So erzähle ich noch, der Thomas Phoebe hat auch 499 ähm, gestiftet und schreibt für Stift und Papier. Stift. Ah, fürs Buch schreiben. Ja, ich muss ja meine Gedanken, ne, wie gesagt, hier oben in meinem Kopf ist das komplette Buch fertig. Das hat auch mal ein Ex-Kollege von mir immer gesagt, wenn er mit seinen Berichten nicht nachkam. Im Kopf habe ich den Bericht schon fertig. Das hieß dann immer so viel wie, äh, ich bin ganz schön stark im Rückstand. So. Ähm, jetzt gucken wir nochmal, ob ihr noch was Wichtiges schreibt. Benno Punkte, ich will Ben Yes Punkte. Benno, oh, oh, hier, der RZZ, der hat heute aber hier, der hat einen Clown gefrühstückt. Benno Punkte, nein, er will Ben Yes Punkte. Ah, verstehe, 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 verstehe. Ähm, nochmal weiter. Spende meinen Punkt äh, für die armen Maikäfer. Okay, der Jörg ist großzügig und tierlieb. Der Uwe schreibt, wer guckt alles Dschungelcamp? Ich gucke Dschungelcamp, muss ich ehrlich zugeben, aber nicht die Prüfung, sondern nur das gezicke äh, drumherum. Äh, 543, so eine Motorsaktie raketenmäßig abgegangen. Die Aktie am Anfang war es Wahnsinn, Join-in 7. Und man muss anerkennen, die haben was? 180 Millionen US-Dollar ungefähr eingesammelt oder 170. Natürlich geht da noch was weg für die, für die Banken, die den äh, Epo gemacht haben, ne? aber trotzdem ist das schon. Also da muss ich sagen, Hut ab für Sono Motors, weil da können sie halt nochmal zwei Jahre ungefähr weitermachen mit der Entwicklung des nächsten Prototypen. Und dann wird ja auch ganz sicher Ende 2023 das Auto auf den Markt kommen. Gut, es gibt Probleme mit dem Fertiger, aber da hat Sono Motors, glaube ich, auch schon bekannt gegeben, dass sie sich ja auch unter anderen Möglichkeiten einen aussuchen können. Auch Zulieferer können die sich aussuchen. Also es ist schon Wahnsinn, wie gut Sono Motors da aufgestellt ist. So, ähm, äh, Dr. Shepherd schreibt noch, ja, aber Sion hat die Millionen, Milliarden vorneweg schon eingesammelt. Du verschenkst ja schon Kohle, die du noch nicht hast. Naja, Dr. Shepherd, also Sono hat mit den Sono-Punkten ja auch schon Gewinnanteile äh, verteilt, die sie noch nicht gemacht haben. So, wir gucken noch mal weiter runter. Ähm, ben Verlag an die Börse, das wäre auch noch eine Idee. Oh, jetzt sehe ich gerade, da alles meins, ja. Da alles Meins hat ein Upgrade zum Sappelkaiser durchgeführt, also vier Benno-Punkte für dich, lieber Supple, äh, Kaiser äh, alles Meins. Hiermit schlage ich dich zum Supple Kaiser in der Ben-Community unter den Benetarion. Du bist ins Licht gegangen, hast Erleuchtung gefunden. Dein Leben wird sich nochmal um ein Mühe verbessern in einer Art und Weise, für die du es nie für möglich gehalten hast. Und für all diejenigen, die sich fragen, was erwartet mich denn, wenn ich die Kanalmitgliedschaft abschließe? Neben Benno-Punkten, neben dem Rabatt auf das Buch Im Schlaf zum Milliardär? Ein neues, besseres Leben erwartet euch auf unserem Heimatplaneten Blistonia. Hm, sieht nicht schlecht aus. So. Soll das rum sein? Na, wie lange läuft denn das noch? Lief das schon immer so lang? Okay, also damit haben wir das jetzt schon mal geklärt und jetzt kommen wir zum ersten Thema des heutigen Tages, nämlich zu diesem ganz bezaubernden Fahrzeug. Also, wenn der Jürgen vom Auto aus Gaul und Klamp jetzt mache ich wieder Werbung für ihn. Wir haben ja schon Zuschauer geschrieben, dass sie wegen mir fast 300 Kilometer gefahren sind, um dann dort ein Ford Muster mal eh zu kaufen. Ja? Glaubt ihr, ich nur eine Verbra Verkaufsprovision nix. Deshalb, ähm, aber zumindest ist der Jürgen so nett. Und will mir den Marvel Air für ein, zwei Tage, hat er geschrieben, zur Verfügung stellen. Also zwei Tage bräuchte ich ihn schon mindestens. Jürgen, falls du zuschaust, also bis Mittwochmorgen wäre schon gut. Dann würde ich nämlich morgen Verbrauchsfahrt machen oder Verbrauchsfahrt tun. Ich würde eine Ladekurve machen und am ähm, äh, Dienstag würde ich dann noch entsprechend äh, einen Fahrtest noch zusätzlich machen. Und dann hätte ich nämlich den Marvel Air auch schon komplett abgedeckt und müsste nicht warten, bis MG mir mal ein Auto zur Verfügung stellt. Wie gesagt, Morgen ähm, werde ich dieses Fahrzeug wohl bekommen, ja, ähm, als Ersatz für den Mustang Mach E, weil ähm, äh, der Bandit muss mal zum Tierarzt, der bekommt das neue Display, das Heck, also die Heckklappe soll eingestellt werden und äh, was war das andere? Genau, und ich soll eine neue ähm, Softwareversion noch aufgespielt bekommen äh, bezüglich des Batterienmanagements. Ähm, das geht nämlich nicht over the air, over the air habe ich ja schon zwei Updates gekriegt. Das funktioniert da aber leider nicht, das muss der Händler machen und deshalb ist das very edit. Und dieses tolle Fahrzeug, ich hoffe in der Performance-Variante, ähm, werde ich morgen wohl bekommen. Und äh, da geht es dann so ab halb elf, elf Uhr ungefähr los mit dem Livestream auf dem YouTube-Kanal Michael Schmidt Live. Wenn ihr also Langeweile habt, ja, wenn äh, das Dschungelcamp euch nicht äh, den, das volle Maß an Unterhaltung geboten hat heute Abend, was ihr euch erhofft habt. Dann guckt da mal rein, das Auto werde ich mir da also reinpfeifen, werde mir auch mal das Infotainment-System anschauen. Ihr seht das hier, das fahren lauter stylische, junge, attraktive Leute und jetzt halt auch ich. Ich freue mich da wirklich drauf, ich bin sehr gespannt auf das Betriebssystem, auf das Navigationssystem, auf Multimedia-System, weil da habe ich schon gelesen, beschweren sich ein paar, das sei ein bisschen verbuggt. Ähm, gut, da ist äh, MG wahrscheinlich nicht alleine damit und äh, das Auto, wie gesagt, schaue ich mir an. Ich hatte ja schon mal einen Innenraum-Check gemacht und dabei festgestellt, dass es innen für die Fahrzeuggröße ein bisschen beengt ist. Ne? Also es ist jetzt kein Auto, wo man massig viel Platz hat drin, also man hat Platz genug, aber für die Fahrzeuggröße ist es nicht besonders viel. Und jetzt will ich mal rausfinden, ob es sich dafür richtig toll fahren lässt und das dann über diesen kleinen Makel, dass es halt nicht ganz so viel Innenraum hat, wie jetzt zum Beispiel mein Pony, ne? weil mein Pony ist, glaube ich, sogar ähnlich eh groß. Moment, wir gucken mal gerade. Wir gucken mal gerade Abmessungen. Oh, Abmessungen, ja, ja. Abmessungen Marvel Ja, Da ist er. Ja, ihr seht's. 4,67 Meter ist er lang, mein Pony ist 4,71 Meter ungefähr lang. Also mit anderen Worten, die Autos nehmen sich nicht viel. Und äh, da muss ich sagen, ist der äh, Mustermach eh bo, 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 bo schon ein Stück weit äh, geräumiger. Gut, also da würde ich euch bitten, wenn ihr morgen Zeit habt, lasst einfach den Stream nebenbei laufen. Ihr müsst ihn euch ja nicht selbst angucken. Und vor allen Dingen äh, in Vorbereitung auf den Stream bitte ich alle, egal ob ihr guckt oder nicht, auf jeden Fall nochmal das Video, was ich schon gemacht habe und das stelle ich jetzt gleich mal in den Chat. Das auf jeden Fall nochmal anzugucken bzw. laufen zu lassen, ist ja ganz wichtig, nur damit es Views gibt. Das hat immerhin schon fast 10.000, aber könnte natürlich noch besser sein. Wie viel hat es jetzt? 9.359 Views. Ich stelle den Link nochmal jetzt in den Chat und dann könnt ihr euch das nochmal alle anschauen in aller Ruhe. Ne? So, da ist der Link zu diesem tollen Video. Wann machst du denn den Stream? Also der Stream so ab... Halb elf, elf, morgen früh ungefähr und das läuft wahrscheinlich den ganzen Tag. Also ihr könnt da ähm, voraussichtlich den ganzen Tag euch das anschauen. Äh, ich werde also von äh, Bad Neustadt, ich hoffe, dass das Auto dort steht, äh, fahre ich dann direkt nach Fulda und zwar volle Granate, also Stoff, äh, weil ich den Akku warm kriegen will und dann werde ich Verbrauchsfaden machen. Es soll morgen trocken sein und es soll so sechs, sieben Grad ungefähr haben äh, rund um Fulda. Das heißt, wenn ich die Heizung auslasse und mich warm einpacke, kann ich morgen mit dem Auto auch halbwegs aussagekräftige ähm, Verbrauchsfahrten machen auf meiner Verbrauchsstrecke. Und ähm, dann will ich noch nach den Verbrauchsfahrten nochmal eine Ladekurve machen. Das heißt, ich fahre ihn dann nochmal komplett leer und mache den Akku schön warm, damit wir dann nochmal eine Ladekurve hinbekommen. Und am Dienstag will ich mir, wie gesagt, das Auto auch nochmal so von der Fahrdynamik und so weiter anschauen. So, gucken wir mal, was ihr schreibt. Ui, hübsche Dame, ja was sagt er zu mir? Ähm, MG-Autos, die begeistern, jawohl, ist halt wieder ein umgebauter Verbrenner, aber das muss nicht schlimm sein, 127 Grad. Ich sag nur BMW iX3, ich sag BMW i4, ich sag Hyundai Ionic, ich sag Hyundai Kona, ich sag ähm, Kia E Nero, alles umgebaute Verbrenner, beziehungsweise gleich auch als Verbrenner mit konzipiert, der Ionic wurde ja gleich auf Elektro, Hybrid und Verbrenner, glaube ich. So vorgesehen, also der Klassik, ne? Und äh, das sind richtig tolle Autos. Also ich finde nicht unbedingt, dass das ein Problem ist. Auch der MG5 ist wohl schon eine ganz alte Kombi-Basis, die die ähm, schon ewig mit sich rumschleifen Und ähm, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Also ich bin da erstmal open-minded. Äh, das Display ist zu groß. Ne, das Display ist gerade geil. Reiner, das finde ich gerade geil. Wobei es halt schade ist, dass sie so viel, so viel Rand drumherum haben. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, wie groß der Rand von dem Display ist. Man, ich zeige euch das gerade nochmal. Äh, wo ist es denn? Da. Das ist halt, da muss ich ehrlich sagen, da wäre es natürlich sinnvoller gewesen. Sie hätten die Mittelkonsole etwas schlanker gemacht, ne? Und äh, damit auch ein bisschen mehr äh, Raum noch geschaffen, ne? Also, wenn man eh hier so viel Glas hat, dann hätte man sicherlich hier auch nochmal 2 cm links und rechts sparen können. Das macht auch wieder was aus. Und ihr seht aber auch, dass es von der Qualitätsanmutung, ne? Also da fand ich schon, das hat mir gut gefallen. Also die Qualitätsanmutung von dem Auto hat nichts von irgendeinem China-Kracher, von einem Billigauto wie zum Beispiel dem ID3. Tut mir leid, ID3 begeistert mich bis heute nicht von der Qualität. Cupra Born ist wahrscheinlich besser, aber ID3 äh, haut mich nicht vom Hocker. Und wenn ihr euch das Lenkrad anguckt, das sieht aus wie ein, wie ein VW Audi Lenkrad. Also da sind sicherlich auch Teile drin, weil die kooperieren, glaube ich, auch irgendwie mit, ähm, mit VW äh, indirekt. Und äh, das sind garantiert auch Teile von Volkswagen drin, die die vor zehn Jahren in ihren Autos verbaut haben. Und das muss ja auch kein Fehler sein. So, äh, besser als Echttest, cool. Ab 11 Uhr muss ich kochen, sagt der Uwe. Äh, super, dann steht das Unterhaltungsprogramm morgen auf Arbeit. So sieht es aus, wenn statt Arbeit Stream schauen, viel besser. Weiter als 190 Kilometer kommst du aber nicht, wenn du 140 km/h fährst. Ich muss ja nicht weiterkommen, Kilroy. Es ist ja schon so durchgesickert, dass das Auto relativ viel Strom braucht. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen, aber ähm, äh, ich bin, ich freue mich drauf, weil optisch, ne, also wenn man jetzt mal ähm, das Auto auch von außen nimmt, denke ich tatsächlich, dass das ein, ein, ein richtig schönes Auto ist. Also äh, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich finde, da gibt's hässlichere. Also ganz ehrlich für ein SUV. Haben die den richtig schön ähm, gestaltet, auch hier mit den, mit den seitlichen Lüftungsschlitzen? Ja, gut, das ist hinten rechts, glaube ich, ne? Die Ladeklappe, genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja wohl ein schickes Auto. Also 402 km WLTP Reichweite, ja, da zweifle ich ein bisschen dran, das ist schon sehr optimistisch, nee, Der hat einfach einen etwas zu kleinen Akku. So, das große Panoramadach ist geil und zu öffnen, genau, René, das geht auch nicht bei allen. Also bei meinem zum Beispiel, ich habe das riesige Glasdach, kann es aber äh, nicht öffnen. Und ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir. Er hat Schwächen. Das ist nicht das perfekte Elektroauto in meinen Augen. Da gibt es in, in der Gesamtheit, glaube ich, bessere. Aber wenn der sich jetzt noch geil fahren lässt, so wie sich der MGZ SEV geil fahren ließ, also für die Fahrzeugklasse geil, dann ähm, ist das schon einer, der bei mir nicht ganz äh, schlecht positioniert wird. Problem ist der Verbrauch und der zu kleine Akku. Und wahrscheinlich auch die zu geringe Ladeleistung für das Fahrzeug. Im MGZ SEV ist die Ladeleistung 90 kW in meinen Augen völlig in Ordnung. Hier erwarte ich mir mehr bei so einem Auto, ne? So, ähm, jetzt sehe ich auch gerade, ne, ähm, dass ich 441 Zuschauer habe, was ja echt erstaunlich ist, weil ich ja wieder nur am Satteln bin. Aber von diesen 441, jetzt sind es nur 440, jetzt wieder 441, von diesen 441, gut, wir ziehen mal 10% ab, die schlafen neben dem PC, von diesen knapp 400 Zuschauern, haben nur 133. 133 einen Daumen hoch dagelassen. Das ist eine Frechheit. Und ich mache hier erst weiter, wenn diese äh, knapp 400 Zuschauer auch einen Daumen hoch dagelassen haben. So lange werde ich mir hier erstmal ein Bierchen gönnen. So. Wir haben ja immerhin mit dem richtigen Stream schon angefangen, weil MG Marvel eher ist ja schon ein richtiges Thema. So. Heute gibt es also ein rösselbräu Atlasberg, Ich weiß nicht von wem, ob vom Tobias vom Haha, ich bin mir nicht sicher. Hier handelt es sich also um eine ehemalige Klosterbrauerei. Also es ist keine Klosterbrauerei mehr, aber sie ist wohl in einem Kloster untergebracht. Natürlich alkoholfrei und haltbar bis Februar 2022. Kann ich also mit gutem Gewissen trinken. Oh, hat einen speziell gestalteten Bierdeckel. Oh! Kam das Bier schon raus? Äh. Brüssel Breu, adlersberg steht hier auch nochmal drauf. Bayerische, Bayerisch Dunkel seit 1838 übrigens. Also ein sehr, sehr traditionelles, ein äh, sehr, sehr traditionsreiches Bier, dem man natürlich auch die entsprechende Ehrfürchtigkeit, äh, Achtung und äh, Wertschätzung entgegenbringen muss. Und das tue ich natürlich. indem ich auch hier einen entsprechenden... Oh, das gebe ich hier noch daneben. Es ist, es ist wirklich... Moment, da muss ich gerade nochmal, ich habe gerade ein bisschen was daneben gekippt auf die Tastatur. Also wenn der Stream weggeht, ihr wisst, das ist Bier eine Tastatur. Moment. Warum passt denn keiner ein bisschen auf und sagt, Michi, sei vorsichtig beim Einschenken, du kippst das auf die Tastatur? Kein Mensch hat mich hier vorgewarnt, so ja, immer das Gleiche. Ich brauche einen Biereinschenkassistenten. Ganz klar, ohne geht das nicht mehr. Ich bin YouTube-Superstar und als solcher hätte ich sowas auch verdient, finde ich. So, jetzt probieren wir das nochmal. So, jetzt klappt das. Oh, das ist ja wirklich dunkel. Ei, guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein dunkles Bier. Seht ihr das? Wir haben übrigens 234 Daumen hoch jetzt. Das geht ja wohl noch ein bisschen besser. Ei, das ist echt dunkel. Guckt euch das an. So, gucken wir mal, wie das so schmeckt. Ne? So. Prost auf euch und auf den MG Marvel eher Vom Autohaus Gaul und Klamm, kostenlose Werbung. So, Bad Neustadt, Ford Händler, ne Ford Mustang, mach ihr auf jeden Fall dort kaufen. Ey, das, das ist ein herbes Bier, sehr lecker. Hm, 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 sehr gut. Was soll das sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau. Was? Keine Kapern? Tut mir leid, gnädige Frau. Und Sie wollen ein Geschäft sein? Darf ich nicht lachen? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern? Hallo? Frauengold nehmen. Versuche es mal. So, auch damit die nicht mitkriegen, dass Sie cooler Tritt ist. Gut. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch schön. fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung. Auf euch, Brust. Auf auch eine insgesamt angenehme Woche. Sehr lecker, Leute. Und das Bier ist nicht mal gerostet, nachdem es an CO2 geraten ist. Ne? das hat die Farbe genau so behalten, wie sie vorher schon war. So, also jetzt haben wir 249 Daumen hoch. Dann kann ich auch weitermachen. So, hier wird wieder irgendwas mit Einsen gemacht. Was ist da los? Ähm, aber es wird einfach nur Eins geschrieben oder was? Ui, äh, die 5-Euro-Tastatur geht kaputt. Von wegen 5-Euro. Das ist eine G15 von... Ähm, da ist auch noch ein bisschen Bier? Ich weiß gar nicht, wie die, Von Logitech. Ja, die ist gerade mal... Ich glaube, 15 Jahre alt. Das gute Bier, der Rechner hat auch durch, schreibt dann Norbert. Ähm, Voice over Cars 1, genau, Mihi, pass auf beim Einschenken, das geht auf die Tastatur. Ja, super, jetzt sagst du das, Andi, mit E. Bo -bo -bo -bo. Markus, wir gehen halt davon aus, dass du nach 7285 Streams endlich das Einschenken gelernt hast. Ja, Markus, ein bisschen zu optimistisch. Lauter Einsen hier, ich weiß natürlich wieder nicht, was los ist, ist wieder was an mir vorbeigegangen. So, der Raschko, das Cola ist schon drin. Bu, 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 bu. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass man Bäuerchen machen muss. Bu, 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 bu. So, der Frank hat 5 Euro springen Chaos pur, so lieben wir ihn. Ich weiß nicht, wen du meinst. Mich kannst es nicht meinen, weil es gibt ja wohl keine besser ähm, vorbereiteten Streams als die meinen. So, wir gehen nochmal ganz weit runter. Lauter Einsen, wunderbar. Ich habe immer auf Dauer, auf immer auf Dauer rauf und dann wieder Damen runter gedrückt und das jetzt schon 10 äh, Mal. Ich nehme mal an der Haar meinen Daumen. Kipp Reise auf die Tastatur, soll helfen, schreibt der Dreisam Productions. Aha, denn MG ladet nur, wenn er abgeschlossen ist. Markus, stimmt das? Das wäre natürlich eine Katastrophe. So, der Steff hat einen Daumen hoch noch springen lassen für 2,99. Und das ist auch das Zeichen für mich, dass wir schon zum nächsten Thema kommen. Äh, und dieses Thema, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ich will es auch nicht zu lange ausbreiten, aber das haben mir ein paar Zuschauer ähm, zugeschickt. Und ich habe jetzt mal stellvertretend eine Mail vom Tommy rausgesucht. Der hat mir nämlich geschrieben. Das habe ich mir doch gedacht, wenn man bei den Verbrennern ehrlicherweise auch die Herstellung des Treibstoffs bei der CO2-Bilanz mit einbezieht, dann müssen die Elektrofahrzeuge nicht mehr zig Kilometer fahren, bis Gleichstand herrscht. Herrscht. Gruß von Tommy aus der Schweiz. Und der Tommy spielt damit auf einen Artikel an von eFahrerChip eFahrer.com eFahrerChip.de ist die richtige Mailadresse. Und äh, die haben jetzt ein Ergebnis von der CO2-Studie in einem Artikel behandelt. Und äh, das sieht das Ergebnis ganz anders aus als das, was zum Beispiel der Herr Professor, Dr. Doktor, Dr. Doktor, Doktor, Professor, Professor Professor Sinn immer wieder erzählt hat. Ne? Wo man alle wissen, dass das Käse ist. Und äh, wo ich mich immer frage, das, das erinnert mich alles an die Diskussion damals mit den PV-Anlagen. Wo dann gelabert wurde, dass so eine PV-Anlage niemals die Energie für die Herstellung wieder rausholen könnte wenn es dann in Betrieb ist und sowieso innerhalb kürzester Zeit kaputt ist. Es sind jetzt schon einige Anlagen 30, 40 Jahre alt, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern, und die produzieren immer noch. Und wenn ich dann noch sehe, dass ich dieses Jahr die 100.000 Kilowattstunden mit meiner Mini-Anlage auf dem Dach knacke und jedes Jahr knapp 10.000 Kilowattstunden vom Dach hole, womit ich meinen Energiebedarf, den gesamten Energiebedarf, wenn er immer dann anliegen würde, wenn ich Energie brauche, könnte inklusive meines Autos. Ich glaube, ja warte mal, ich mein, wir rechnen gerade mal. Äh, dann finde ich diese Behauptung äh, PV-Anlagen würden sich niemals rechnen lächerlich. Das sagt auch heute keiner mehr. Ich mein, wir nehmen gerade mal ähm, 10.000 Kilowatt schon. Also für Stromverbrauch von so was ich so habe brauche ich auf jeden Fall 16-1700. Dann fürs Auto machen wir mal 12.500 Kilometer. Mal 20, einfach wir sind jetzt mal ein bisschen großzügig mit dem Pony, ähm, sind 2500 Zimmer, 1500, 2500 Zimmer. 4000 und 6000 Kilowattstunden entsprechen, Sechs, ja reicht nicht ganz. Also zum Heizen würde es nicht ganz reichen. Ich bräuchte also äh, noch ein bisschen, bisschen mehr zum Heizen. Also für die Hälfte meiner Heizenergie wird es auch reichen. Die andere Hälfte müsste ich mir dann noch dazu kaufen. Aber wir kommen jetzt zu besagtem Artikel. Ich laber wieder viel zu viel drumherum. Hier haben wir den Artikel. Mann, ich mache das hier noch ein bisschen höher, damit ihr das auch seht. Bin ich richtig? Nein, bin nicht richtig. Hier. So, überraschende Studie. Ach, das ist überraschend! Liebe äh, eFahrer.com-Redakteure, für mich ist es nicht überraschend. CO2, Gesamtbilanz von E-Autos und Verbrennern im Vergleich. So, und ähm, efahrer.com oder efahrer.chip.de schreibt. Der CO2-Fußabdruck der Akkuherstellung ist das Hauptargument von e, äh, e autokritikern Ist immer noch so, diese Dummschwätzer, die sterben nicht aus. Erst nach Hunderttausenden von Kilometern könne ein E-Auto diesen Nachteil ausgleichen. Wir erinnern uns auch an die Schweden-Studie, die auch längst wieder äh, überle äh, widerlegt ist. Ähm, äh, eine neue Studie von Wissenschaftlern der renommierten Yale University bezieht für den Vergleich von E-Auto und Verbrenner alle Aspekte der Kraftstoffproduktion mit ein. Und kommt zu einem verblüffend eindeutigen Ergebnis, schreibt Chip. Ähm, das Überraschende war, wie viel niedriger die Emissionen von Elektrofahrzeugen waren, sagt Jill Postdoktorantin Stefanie Weber. Okay. Die Lieferkette für Verbrennungsfahrzeuge ist einfach so schmutzig. Dass Elektrofahrzeuge diese nicht übertreffen können, selbst wenn man die indirekten Emissionen berücksichtigt. Also, selbst wenn man sagt 100% Kohlestrom. So machen laut der Studie die indirekten Emissionen von Verbrennerfahrzeugen, jetzt festhalten, mehr als ein Viertel des gesamten CO2-Fußabdrucks des Fahrzeugs aus. Nur die Lieferkette, bis überhaupt mal ein Liter Sprit im Tank ist. Ich wiederhole das nochmal. So machten laut der Studie die indirekten Emissionen von Verbrennerfahrzeugen mehr als ein Viertel des gesamten CO2-Fußabdrucks des Fahrzeugs aus. Das liegt vor allem daran, dass bei der Weiterverarbeitung von Erdöl zu Kraftstoff sehr viel CO2 freigesetzt wird. Für uns, die wir uns schon lange mit dem Thema beschäftigen, überhaupt keine Überraschung. Also das hätten wir den Yale-Absolventen bauchmäßig schon ewig sagen können, weil wie, wie soll das auch ökologisch sein? Wenn wir äh, Öl aus Löchern im Irak ähm, äh, hochbohren, äh, hochfördern. Ne? Dabei wird dann auch noch diverses Gas einfach äh, abgefackelt. Ne? Also da, da brennen ja andauernd Feuer. Das Öl wird ähm, aus den Erdlöchern rausgepumpt, dann über entsprechende Pipelines zum Hafen gepumpt, dort in äh, dreckige Öltanker gepumpt. Die dreckigen Öltanker fahren mit Schweröl dann nach Europa in die Häfen. Äh, Häfen. Dort wird das Öl wieder rausgepumpt, in Raffinerien ähm, äh, gepumpt. Die pumpen dann auch wieder durch und müssen das Erdöl, soweit ich weiß, ziemlich stark erhitzen. Ob da nur Strom zum Einsatz kommt, wage ich zu bezweifeln. Da wird wahrscheinlich auch irgendwas verbrannt. Vielleicht Kohle, vielleicht Gas, vielleicht auch wieder Erdöl oder oder ähm, raviniertes, ravinierter Kraftstoff. Und dann wird wieder gepumpt in äh, Tanklastzüge. Und die Tanklastzüge fahren dann auch wieder mit Sprit zu den Tankstellen. Dort wird wieder gepumpt. Die Tanklaststellen müssen mit, äh, mit Energie versorgt werden. Äh, und wenn der e, äh, wenn, der e und wenn der Fahrer dann kommt mit seinem Verbrenner, wird nochmal gepumpt. Und dann erst, erst zu diesem Augenblick, wird das Öl bzw. der Diesel oder ähm, das Benzin. In Bewegungsenergie umgesetzt und dann auch noch zu einem Wirkungsgrad zwischen 30 und 40 Prozent. Es hat mir vor kurzem auch wieder so ein hochintelligenter Kommentator unter ein Video geschrieben, äh, im Winter verlieren die E-Autos ja viel Strom. Das zeigt nur, wie, wie, äh, wie, äh, wie schlecht das Konzept ist und wie viel Energie die verbrauchen. Und dann habe ich ihm aber drunter geschrieben, dass das ja daran liegt, dass die eben nicht 65% der Energie direkt in Hitze umwandeln statt in Fortbewegung. Und deshalb merkt man halt im Winter, wenn man das, die Innenraumkabine beizen muss, dass man mehr Energie verbraucht. Ja? Das, ist, das muss doch jedem klar sein. Okay, ähm, wir lesen nochmal weiter. Ich reg mich gerade auf, ihr merkt. Ein großes Problem bei Elektrofahrzeugen ist, dass die Lieferkette einschließlich des Abbaus und der Verarbeitung von Rohstoffen und der Herstellung von Batterien alles andere als sauber ist. Da sind wir uns einig. Das ist so, das Elektroauto rettet nicht die Umwelt, rettet nicht den Planeten. Aber es ist das kleinere Übel, das deutlich kleinere Übel im Vergleich zu Verbrennern. Wenn wir also das CO2, das in diesen Prozessen enthalten ist, in den Kaufpreis von Elektroautos einbeziehen oder in die Ökologie, Ökobilanz des Autos, könnte man erwarten, dass Elektrofahrzeuge exorbitant teuer wären. Es hat sich jedoch ja herausgestellt, nee, die meinen tatsächlich den Kaufpreis dass das nicht der Fall ist. Wenn man gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft, indem man auch den CO2 in der Lieferkette von Verbrennerfahrzeugen bepreist, würde der Absatz von Elektrofahrzeugen tatsächlich steigen. Achso, hier geht es jetzt nochmal um die CO2-Bepreisung, was ja über die THG-Quote jetzt schon passiert. Aber selbst wenn man das nicht bepreist, man muss ja auch die Rohstoffe für einen Verbrenner erstmal, ne? also damit meine ich jetzt nicht mal das Öl, sondern auch ähm, Stahl und die, die ähm, äh, Veredelung und ähm, die Legierungen, das wächst ja alles nicht zu Hause auf einem Kirschbaum, sondern und, und das wird auch nicht mit Federn aus dem Berg rausgewunken, äh, äh, ne? Oder rausgewedelt. Ne? Dass jetzt einer da mit einer mit einer Boa dasteht und die Rohstoffe aus dem Berg äh, rauswinkt. Nein, da kommt auch schweres Gerät zum Einsatz. Und es muss veredelt werden, da kommen Hochöfen zum Einsatz, etc., etc., etc. Es ist also nicht so, dass so ein Verbrennermotor äh, völlig ökologisch entsteht. Ne? Also, ähm, ich will jetzt auf diese ähm, Studie gar nicht weiter eingehen, auf den Artikel. Wenn euch das interessiert, der Link dazu ist natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Jetzt gucke ich aber erstmal, was der Chat so dazu schreibt. Ich, wie gesagt, äh, für mich ist das keine Überraschung. Ich war mir schon eigentlich immer... Ich ich, was, eigentlich, ich bin mir schon immer sicher, dass das Elektroauto auf jeden Fall die weniger schlimme Alternative ist, wenn wir halt weiter mit Individualverkehr, mit individueller äh, Mobilität so weitermachen wollen. ÖPNV, ein funktionierender ÖPNV, auch, äh, auch auf dem Land, wäre natürlich nochmal eine Nummer besser, wenn der dann auch entsprechend auf äh, Elektromobilität umgestellt wird. Ne? Also da sind wir uns sicherlich einig. Im Moment sehe ich es noch nett. Also bei uns hier in unserem Kaff, Fahren drei, vier Busse am Tag und dann musst du sogar, wenn du nach Fulda willst, noch einmal umsteigen zwischendrin. Also äh, das ist schon, das ist nicht praxisgerecht. Aber wenn wir all unseren Fokus auf ÖPNV legen würden, wäre das sicherlich machbar. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was ihr schreibt. Äh, die Dino-Pisse muss ja irgendwo ins Auto, sagt der äh, Jens. Ja, wobei ich auch noch mal eins klarstellen will. Ich, ich halte hier keine moralischen Predigten irgendwelchen äh, Verbrennerfahrern gegenüber. Ich bin selbst ewig Verbrenner gefahren und habe auch richtig Kilometer geschrubbt. Und habe auch die starken Dieselfahrzeuge gefahren mit 3-Liter-Motoren. Und 3-Liter bezieht sich jetzt nicht auf den Verbrauch, sondern auf den Hubraum. Äh, Hashtag fette Angeberkan. Ja, also, äh, und ich werfe das auch keinem vor, wer Verbrenner fährt, soll Verbrenner fahren, aber mir soll keiner kommen und soll mich, zu äh, zutexten von wegen, was für eine Umweltsau das Elektroauto ist, ja, und dann in Diesel oder in, in Benziner steigen, das will ich nicht hören, das sage ich auch keinem Verbrennerfahrer, jeder soll machen, was er will, das geht mich nicht an, ich freue mich über jeden, der ein Elektroauto fährt, aber wer Verbrenner fährt, wir sind alle groß und jeder macht das, was er will, ja. Das nochmal zum Klarstellen, nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, Michi hält Moralpredigen. Nee, Herr, halte ich nicht. Ich bin nur der Meinung, dass Fakten Fakten bleiben müssen und dummes Zeug bleibt dummes Zeug. Ja? Und äh, ich denke, das haben wir jetzt hiermit klargestellt oder diese Yale-Studie äh, hat klargestellt, dass die Aussage, Verbrenner wären äh, im, in der Tendenz eigentlich umweltfreundlich, einfach totaler Kappes ist. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ich hänge mein Auto hier unten an die Steckdose der Strom kommt von meiner PV-Anlage. Okay, nein. Ich beruhige mich jetzt wieder. Das hier ist ein Livestream, Family-Friendly-Channel, äh, Family-Friendly-Content, Love-Channel. Ne? Ganz klar, die Benetario, wir sind der Love-Bunch. Ne? Wir sind nicht die ben army sondern der Ben-Love-Bunch. Da äh, Silvio geht ins Fitnessstudio pumpen, das ist deutlich besser. Wobei ein Maurer wird sagen, kommt schon so auf die Baustelle, da bist du abends müd, da musst du auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Ne? So, ähm, ich finde, wir sollten alle unseren Strom mit Verbrennermotoren erzeugen und das wäre noch umweltfreundlicher, als wenn wir in Verbrenner fahren würden und keinen Strom erzeugen, weil die Wärmerückgewinnung macht ja auch wieder Sinn, ne? Richtig schnell auf, schreibt der Rainer. Äh, genau, Wasserstoff ist die Lösung, macht schön bumm und Tschüssikowski Dumpfbagge, schreibt der Bad. <laughs> Hat der erhabene neue Lungenflügel bekommen? Nein, Schweröl wird in sogenannten Crackern noch in Benzin aufgebrochen. Das ist also noch viel aufwendiger, sagt der Norbert. Also nochmal aufwendiger, als ich gedacht habe. So, ähm, genau, sagt der Butt. Motorwirkungsgrad ist viel geringer in Realität als 30%. Sagt der Big Zampano. Ich habe halt irgendwo gelesen, so 35% ungefähr. Kommt auch drauf an, was für ein Motor. Ähm, aber wollen wir uns nicht halt drüber streiten. Er ignoriert uns, sagt der Jens, stimmt gar nicht, der Klaus, bin jetzt erst dabei, wie lange in die Ecke, stehe schon zwei Minuten, Klaus, du darfst direkt raus, weil der Klaus, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, äh, wisst, der arbeitet bei Bernbacher Nudeln, das sind die besten Nudeln der ganzen Welt, auch die beste Nudelsoße und ich habe immer noch einen ausreichenden Vorrat an Bernbacher Nudeln, die mir der liebe Klaus extra von München, du bist von München gekommen, Klaus, ne? irgendwo da aus der Gegend auf jeden Fall, mit seinem VWE ab, vorbeigebracht hat, und äh, besucht den Kanal von Klaus, ich weiß jetzt nur leider den Link nicht. Vielleicht schreibst du nochmal den Namen, dann mache ich nochmal ein bisschen Werbung für dich. So, ähm, gehen wir mal weiter runter. Gerade die 200 Kilogramm Alublock für den Motor sind sau teuer, dreckig in der Herstellung, sagt der Markus. Ja, ich habe da keinen Zweifel. Der Motor und die gesamten Teile müssen auch irgendwo hergestellt werden. Und die kommen halt nicht aus dem 3D-Drucker, sonst wird, hätte sich der Otto schon längst mal einen 12-Zylinder-Motor zusammengebastelt. So viel Gepumpe ist ja fast wie beim Biertrinker, bu, 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 bu. So sieht's aus, Benjamin. Don kalito schreibt, Einsteiger-EV Series 3 im Vergleich zum MG, äh, MGZL, äh, MGZV. Was ist denn der? Du meinst wahrscheinlich den MGZS-EV, Don Calidus, ne? Ähm, dup, 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 dup. Schön wäre jetzt noch, wenn die E-Mobilität nicht mit so viel Erregung verkündet würde. Da bekommt man ja sogar als Zuhörer Herzrasen. Stefan, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen ruhiger zu werden. Ihr seid ja auch hier, weil ihr in, in einen Schlafmodus gelangen wollt. Ne? Dass ihr von hier direkt ins Bett in das Land der Träume überkleiden könnt. Und das versuchen wir jetzt zu erreichen, indem ich mir noch einen Schluck Frauengold gönne. Frauengold. Bringt selbst den erregtesten Elektroauto-YouTuber runter. Übrigens ist das heute, wie gesagt, Rössel, Bräu, Adlersberg, äh, auch von einem lieben Benetario, der ähm, beim Benetario-Treffen war, ne? mit einer Million äh, Teilnehmern. Ähm, RZZ schreibt, durch den sus können die Tanker nicht vollfahren, das Öl wird vor der Passage rausgepumpt, via Pipeline parallel zum Kanal nach Norden gepumpt und dann wieder in den Tanker zurückgepumpt. Ist das wirklich so? Das muss ich mal nachlesen. Also es ist ja Wahnsinn. Äh, so, was, was Michi, den Stecker? Stecker zeigen ist wichtiger als alles. Stecker zeigen ist wichtiger als alles. Stecker zeigen. Ich weiß nicht, was ihr mit Stecker meint. Ist das was Versautes? Ähm, äh, die Menschen, denen das E-Auto nicht umweltfreundlich genug ist, haben meist nicht verstanden, ähm, dass wir die Batterien für die weitere Energiewende brauchen, wenn für äh, Tag, Nacht Energielüge der PV. Ja, also wir werden noch viel mehr Speicher sehen. Wir werden sicherlich auch mit Wasserstoff einiges sehen, ne? dass äh, solche Wasserstoffanlagen dann an großen Windparks entstehen und ähm, dort halt der Wasserstoff erzeugt wird. Und wenn der Wind nicht weht, dann wird halt bei Bedarf äh, der Wasserstoff wieder in Strom umgewandelt. Kann ich mir vorstellen, dass das kommt. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Nur wenn wir nie anfangen, wenn wir immer sagen, das ist nicht hundertprozentig, das ist nicht hundertprozentig, ja, wie soll es denn dann irgendwann mal besser werden? Wir müssen doch an einem Punkt mal sagen, wir fangen jetzt an umzustellen. Und die Elektroautos sind soweit, um umgestellt zu werden. Die Technologie ist alltagstauglich. Ja, mir hat auch, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat, vom Frühstücksfernsehen Sat 1 ein Bericht. Von einem Journalisten, der mit dem ID3 700 Kilometer jetzt im Winter gefahren ist. Und der hat natürlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann, ne, weil er sich nicht informiert hat. Wobei man sagen muss, Teil, Teile seiner Kritik, die teile ich, was die Komplexität des Ladens angeht, dass der Verbrauch halt im Winter nie, weniger wird, auch durchs Heizen, ganz klar. Aber ähm, er hat viel zu äh, hohe Ladestände äh, erzielt. Also ähm, er hat immer zu weit aufgeladen. Das hat ihn natürlich ausgebremst. Er hat sich beim Bezüglich der Ladefreischaltung nicht schlau gemacht und dadurch einen Haufen Zeit verloren. Also da ging es natürlich auch darum, das Elektroauto zu bashen. Und er hatte natürlich auch ein Auto, was für die Langstrecke einfach nicht ideal ist. Ne? Der ID3, ich weiß nicht, ob er den mit einem kleinen Akku hatte oder mit dem 58 Kilowattstunden Akku. Ich glaube mit dem 58 Kilowattstunden Akku. Und da kommst du dann halt nur Etappen von 200 Kilometern nach dem initialen Losfahren im Winter, wenn du noch die Heizung an hast. Ne? Und 200 Kilometer ist vielleicht, wenn man nur bis 80% lädt, sogar schon relativ hochgegriffen. Vielleicht sogar. Und das Bu -bu 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 steht in dem Fall für weniger. So, wir gehen nochmal weiter runter. Ähm. Bu -bu 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 -bu. So, jetzt, äh, Entschuldigung, erregt. Ich denke, wir haben hier family-friendly Content. Jawohl, ist es. Namen zusammen, da habe ich wohl jede Menge verpasst. Jawohl, Eddie, du schaust bitte auch fünf Minuten aus der Ecke zu, weil du bist viel zu spät. Wir haben 21.20 Uhr schon. Oh, ich muss auch Gas geben. Ich labere viel zu viel. Den Stecker in deine Küche, du Knallerbse. Warum soll ich denn den Stecker jetzt zeigen, Rainer? Den habe ich doch im Twitch-Stream schon gezeigt. So, äh, allein, dass ein E-Auto in der Stadt für die Menschen beim Fahren keine Abgase erzeugt, sollte schon überzeugen. Und auch leiser ist. Ne? Und auch im Stand an der Ampel. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch einen Verbrenner fährt mit der Start-Stopp-Automatik. Die hat mich immer so genervt. Ich stand ja in Frankfurt. Ähm, ich war halt ganz oft in Frankfurt eingesetzt. Warum auch immer. Obwohl Kollegen viel näher dran gewohnt haben. Aber nein, der Michi musste aus der Rhön nach Frankfurt. Egal. Michi ist also aus der Rhön nach Frankfurt gefahren. Und Michi wollte irgendwann nicht mehr im Hotel übernachten. Jedes Mal, wenn er in Frankfurt eingesetzt war. Weil das, äh, da fällt ihm irgendwann die Decke auf den Kopf. Also bin ich das gependelt. Und ähm, äh, ich bin dann immer morgens um, um 5 Uhr, 5.30 Uhr losgefahren, um den Verkehr aus dem Weg zu gehen. Und habe dann auch versucht, um halb vier wieder Schluss zu machen, um da auch wieder in den Verkehr aus dem Weg zu gehen. Und trotzdem stand ich da auf dem Weg zur A66 ganz oft in so einem, die haben da keine richtige Anbindung. Da steht man in einer äh, total kaputten, runtergekommenen Allee. Ja, äh, auch lauter Häuser nebendran. Und das ist immer so, du hältst an und dann geht schon wieder weiter. Und das war bei meinem, beim zum Beispiel beim äh, 435D so. Ich habe angehalten, dann Brumm, Motor aus. Dann gehst du wieder weiter, Brumm, Motor wieder an. Und äh, das, das führt dann dazu, dass du die Start-Stopp ausschaltest, weil dir das auf die Nerven geht. Und auch für die Bremsen am Auto war das kacke. Also das, das Ganze, ja, ich, egal. Äh, also für mich ist Verbrenner ähm, Geschichte. Wie gesagt, jeder, der Verbrenner fahren will, soll das machen. So, ähm, okay. Äh, danke für die Info, sehe ich mir anschließend an, Sagte Don Carlitos. Äh, ich weiß nicht, was genau du meinst. Ähm, äh, nicht wirklich, aber gibt schon ein paar Videos, okay? Äh, sagt der Jürgen. Ich weiß, worüber ihr euch unterhaltet. Ähm, Licker schreibt: äh, Start-Stopp funktioniert ja erst nach X Kilometern, wenn der Motor warm ist. Dafür geht die 12-Volt-Batterie früher kaputt. Ja, also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber um es klarzustellen: Elektroautos sind noch viel früher sauberer als Verbrenner, als das bisher angenommen wurde. Ich sag's mal so: Ich gehe davon aus, der erste Kilometer ist beim Elektroauto schon sauberer als bei einem vergleichbaren Verbrennerfahrzeug. Ich leg mich fest. So. Und das wird in fünf Jahren, wird das auch der Kenntnisstand sein. Im Moment sind das noch Lobby-finanzierte Studien und es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen, sobald es keine Lobby mehr gibt, die gegen Elektroautos wettert, sobald anerkannt ist, okay, Elektroautos sind und die werden es und es geht kein Weg dran vorbei. Dann werden wir plötzlich Studien sehen, wo es heißt, oh, wir haben uns ja da geirrt. In Wirklichkeit ist das Elektroauto noch viel sauberer. Ähm, der Klaus schreibt gerade, Michi Skoda City Go, der, ähm, Klaus ist diese Hunderten von Kilometern Skoda City Go gefahren, äh, merken, liebe Grüße K Klaus, vielen Dank Klaus, äh, versuche ich mir zu merken, danke für die 5 Euro. Gut, also, ich denke, das Thema haben wir abgehakt, ihr habt alle verstanden, worum es mir geht, und jetzt kommen wir zum nächsten Mythos, den wir hier noch behandeln müssen. Und auf diesen Artikel hat mich der liebe Heinrich hingewiesen. This article is in English, so I have to translate it. Right, right. So I take my Chrome Browser. Der hat nämlich eine Übersetzungsfunktion und übersetze das schon mal für mich. So, wo ist es? Auf Deutsch übersetzen. Gut, ich blende euch das aber mal ein. Links natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und zwar ähm, Regierungsdaten zeigen, dass Benzinfahrzeuge bis zu 100 Mal anfälliger für Brände sind als Elektrofahrzeuge. Regierungsdaten zeigen, dass Benzinfahrzeuge bis zu 100 Mal anfälliger für Brände sind als Elektrofahrzeuge. Und da wird dieses Thema immer noch als Argument gegen Elektroautos genommen. Da fehlen einem echt die Worte. Also, elektrik.co schreibt dazu. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Es sei denn, es handelt sich um EV-Brände, da diese mehr Rauch und, äh, ähm, und Spiegel sind. Äh, das ist irgendwie eine merkwürdige Übersetzung, aber ähm, da ist halt nichts dran. Ähm, da die Einführung von Elektrofahrzeugen Jahr für Jahr weltweit weiter zunimmt, ist die bittere Wahrheit, dass die Benzinverbrennung der flüssige Goldstandard bleibt, auch wenn seine Tage unweigerlich gezählt sind. Aber also die Übersetzung ist ein bisschen holprig, ne? Ähm ein Großteil der Feindseligkeiten gegenüber Elektroautos, wie viele traurige Situationen in dieser Welt rührt von einem einfachen Mangel an Verständnis und Wissen über das Thema. Da hat electric.com sowas äh, .co, Entschuldigung, sowas von recht. Sowas von recht, weil die Leute sich einfach äh, belabern lassen, ne? So, ähm geht ums Laden und so weiter, ne? Da wird ja auch immer wieder gesagt, es dauert viel länger, als es in Wirklichkeit dauert, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wobei man auch einschränkend sagen muss, natürlich auf Langstrecke sind Verbrenner weiterhin ein ganzes Stück schneller. Es stellt sich halt die Frage, ob eine Stunde schneller auf, sagen wir mal, 700, 800 Kilometern, ob das wirklich den Speck fett macht. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil die meisten fahren ja höchstens mal in Urlaub solche Strecken. Ähm so. Also, dann schreibt Elektrik.co, dass Brände auch bei Elektroautos natürlich ein Problem sind. Ne? Auch was die Löschbarkeit angeht, wenn der Akku mal brennt. Das stimmt. Dafür gibt es aber ja mittlerweile auch Lösungen wie so komplette Säcke, die man dann übers Auto zieht. Ne? Oder auch solche äh, Lanzen, die man in den Akku reinsticht, die dann das, äh, praktisch den ganzen Akku kühlen. Äh, also, dieses Versenken von Elektroautos ist nicht mehr notwendig. Und es gibt auch solche Säcke, auf die man das Auto schiebt und dann die Säcke hochzieht und das mit Wasser füllt. Also auch äh, große Container sind nicht mehr notwendig. Es gibt ganz viele Konzepte, wie man das Problem in den Griff bekommt. Und äh, die sind nur halt bekannt genug. Aber die Feuerwehren, das sind alles Profis. Selbst wenn es freiwillige Feuerwehren sind, die werden das alle in den Griff bekommen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Auf jeden Fall, ähm, die, äh, also die brennenden Elektroautos verblassen jedoch im Vergleich zum Brandrisiko von Be Verbrennerfahrzeugen. Und es gibt Daten, die dies belegen. Also, ähm, erstmal Rückrufe, das sind alles US-amerikanische. Ähm, Autoinsurance.ez.com ist die Quelle dafür, für diese Zahlen. Also, Number of Models Affected One. Also, äh, Rückrufe wegen Brandgefahr. Äh, Hyundai Elantra. Ähm, 430.000. Grund: elektrischer Kurzschluss. Kein Elektroauto, Verbrenner, elektrischer Kurzschluss halt im System. 308.000 Kia Cadence und Kia Sportage, elektrischer äh, Kurzschluss. 250.000 Honda Odyssey, elektrischer Kurzschluss. 95.000 Hyundai Genesis und Genesis G80, Anti-Lock-Breaking-System. Ähm, wobei da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Brandproblem ist. Und dann gibt es natürlich ähm, eine Million Rückrufe bei BMW-Fahrzeugen zum Beispiel, wegen Brandgefahr, ne? Es gibt auch Videos von Supersportwagen, die im Stadtverkehr im Stand einfach mal rum, rum, rum gemacht haben, ne? um den Anwohnern mal richtig auf den Stängel zu gehen mit ihrer Krachschüssel. Ähm, und wo dann das Fahrzeug plötzlich sich spontan entflammt hat. So was gibt es alles. So, also nach Erkenntnissen von Auto Insurance EZ ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrzeuge, die mit Benzin betrieben werden, im Vergleich zu Elektrofahrzeugen in Brand geraten, zehnmal höher. Die Studie hat Daten des Nationalen Transportation Safety Board, des Bureau of Transportation Statistik und Rückrufdaten der Regierung von Recalls.gov zusammengestellt und verglichen, um die Diagramme zusammenzustellen, die Sie oben und unten sehen Und Gibt es noch eins? Ähm, Total Fires, Fires per... Ah ja, hier gibt es dann auch... Ah, das ist ja interessant. Das habe ich gar nicht gesehen, diese. Ihr müsst euch den Artikel echt mal reinpfeifen. Link natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung. Da gibt es eine Quelle, obwohl die zeige ich jetzt mal, oder? Quelle ist sowieso autoinsurance.ez.com. Das zeige ich jetzt einfach mal, das riskiere ich. So. Oh, Moment. Falsch. Einen Augenblick, haben wir gleich. So. <laughs> so, das zeige ich euch jetzt mal. Car Fires by Vehicle Type. Also, pro 100.000 Stück. Boah, kann das stimmen? 100.000 Stück, 3474 bei Hybriden, 1530 bei Gas und 25 bei Elektroautos. Kann das stimmen? Äh, Source, wie gesagt, ist Autoinsurance.ez.com. So, was sagen wir dazu? Was sagen wir denn dazu? Ist das ein deutliches Ergebnis oder ist das ein deutliches Ergebnis? Ich sage, das ist ein deutliches Ergebnis. wegen Elektroautos, die brennen andauernd. Oh, wenn ich sowas schon lese wieder auf Facebook, da werde ich schon wieder wahnsinnig. Black Shark kommt jetzt erst. Black Shark, ich glaube es hackt. Was erlauben, Black Shark, du bist eine Stunde zu spät. Eine Stunde bist du zu spät. Aus der Ecke für 15 Minuten. Ich glaube es hakt hier. Also, hier, ihr langsam sind hier Sachen äh, ziehen hier ein, äh, Unarten, das kann ich so echt nicht durchgehen lassen. So, mal gucken, was ihr schreibt. Your English is horrible, schreibt er Michael. My English is nearly perfect. I have absolutely no uh, accent, accent, accent. Uh, uh, when I talk English, I have often been asked if I'm from Oxford because my English sounds like Oxford English. Also da nur für diejenigen, die eben gar kein Englisch können oder mein Gesabbel nicht verstanden haben, weil es so schlechtes Englisch war. Mein Englisch ist so gut, dass ich immer wieder angesprochen werde, ob ich aus Oxford stammen würde, da mein Englisch so wie Oxford-Englisch klingt. So, ähm, so, your English is German, schreibt der Butt. Äh, der Akku von neun Autos hat meistens acht Jahre Garantie, ja, und dann gibt's, wer, wer hatte jetzt zehn Jahre? Irgendjemand, ja, dieser, dieser, ähm, äh, vietnamesische Hersteller, wie heißt er, mit, mit VF8, VF9, wie heißt er, Winfast. Ich glaube, die machen zehn Jahre, haben aber auch, ich glaube nur Mietakkus. Also ist auch wieder totaler Käse. So, ihr werdet mich korrigieren, falls ich Unsinn rede. So, ähm... Trink was und schrei nicht so. Mir klingeln schon die Ohren. Krieg ich Hörsturz und du bist schuld, sagt der Rainer. Rainer ist immer nur am Rummorzen. Der muss sich auch mal eine positive Einstellung zu meinen Streams äh, zulegen. Do you speak English? Honey, I do. Honey, I do. Ja, sehr gut, Stefan. So, ähm. Also, der Andi mit E schreibt gerade: noch nie so entspannt auf Langstrecke angekommen wie mit meinem Mi. Also, der Andi mit E fährt einen Seat Mi. Gut, hat dreimal so lange gedauert als früher, aber war entspannt. Ja, gut, also das. Da muss man jetzt aber auch ehrlich sein: Andi mit E und auch lieber Klaus. Da muss man schon ein bisschen zur Selbstkasteiung neigen, ne, ne? So wie das hier. Warum? Das. das Moment. Habe ich den nett hier drin? Doch, da ist er. So, so wie das da. Ne? Das ist das, was der Klaus und der Andi mit E machen, wenn sie mit dem Elektroauto auf Langstrecke unterwegs sind. Sie hauen sich bildlich andauernd ein Brett vor den Kopf. So, ähm. So, bo, 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 bo. der LFP-Akku, Moment, wo war es? Jetzt ist wieder weggesprungen. Wo war es denn? Ähm, Ich weiß nicht, wo es hin ist. Äh, dunkles Bier und dann noch warm vom fehlenden Alkohol gar nicht zu äh, sprechen, ja. LFP-Akkus haben auch kein äh, Thermal-Runaway mehr, schreibt der Likor, gut, ich bin da nicht so tief drin, wenn du es sagst, dann ist es so. Wissing musste ja auch wieder zurückrudern, habe ich auch gelesen, Angelika, der Herr Wissing hat ja gesagt, wer sich jetzt einen Verbrenner kauft, macht vielleicht einen Fehler, aber er musste zurückrudern und er hat auch gesagt, dass ähm, E-Fuels keine Option sind. LFP-Akku ist noch sicherer, genau. Deshalb könnte man auch überlegen, das Model Y zu kaufen. Das hat, glaube ich, dann auch einen LFP-Akku. So, wo ist jetzt der Mönch wieder? Den machen wir mal wieder weg. So, genau. Ähm, dunkles, ah, da waren wir schon. Akkubrände werden mittelfristig weiter konventionell gelöscht. Wir haben noch keine spezielle Beladung dafür. Das wird auch noch so bleiben, schreibt der Peter. Aber, Peter, hast du Angst vor einem Elektroautobrand oder seid ihr da schon so geschult, dass du sagen kannst, wir sind darauf vorbereitet, wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Es ist sicherlich noch ein gewisses Problem, es ist keine Routine, aber ähm, wir kommen klar damit. Könntest du ja vielleicht nochmal schreiben. Ähm, bo, 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 bo. Nee, Michi, da muss ich dir widersprechen. Das ist kein deutliches Ergebnis, sondern das ein deutliches Ergebnis. Sondern das ein deutliches Ergebnis. Also MS09, ich weiß nicht wieder was, du, du schreibst in Rätseln. Äh, Sportwagen, die rum, rum, rum machen, hört sich gut an. Was gibt's zum Rum dazu? Die machen Brumm, Brumm, Brumm. Nicht rum rum rum. So, ähm, man müsste das mal im Verhältnis sehen und rechnen, wie viel Verbrenner gibt es denn im Vergleich zu den anderen Genannten. Also diese Statistik lese ich so, äh, dass wirklich nur 25 Elektroautos von 100.000 brennen, aber 1500 von äh, Verbrennern im Vergleich zu 100.000. Lese ich so. Ich weiß ob man so lesen kann, ob ich das fehlinterpretiere, aber so liest sich erstmal. So, Oxford, ja, super Ox hat er mit OCHS geschrieben. Ähm, ja, aber wann sprichst du denn mal Englisch? You can, äh, you can me kreuzweise. So, äh, mal sehen, ob der Peter noch irgendwo was schreibt. Winfar schreibt auch der Existator, genau. Äh, tup, 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 tup. ob ich aus Ochsenfurt stamme, fragt der Reinhard. Nein, Ochsenenglisch, nicht Oxfordenglisch, schreibt da der Andi mit E. Der Otto schreibt, ja, wenn du mit dem Mustang unterwegs bist, können wir sagen, der Oxford den Ford. Der Oxford den Ford. Das ist, das ist wieder mal ein Gag. Ne? Das, das finden alle halt die Österreicher lustig. Ne? Lassen, wir, lassen wir den Österreichern. Die glauben, sie haben Spaß und sind glücklich. Ne? So, wir gehen mal weiter runter. Äh, gar nicht wahr, geht schon auch mit einem Stadtauto, sagt der Jürgen. Der Jürgen fährt äh, eher ab, ne, Blauer e ab, kann das sein? Oder war es auch Silico? Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt sehe ich gerade, da. Äh, André Andre ist nicht nur seit elf Monaten sappelkaiser sondern er schreibt auch. Da meckert er über die Verspätung von uns, aber schlägt, sich, schlägt mich immer noch nicht zum Kaiser. Bist du noch nicht zum Kaiser geschlagen worden, André? Ich glaube, ich habe dich schon zum Kaiser geschlagen, du hast es nicht mitbekommen. Hiermit schlage ich dich nochmal zum Kaiser, was sich aber nicht zu einem höher gestellten Kaiser macht. Ne? Auch du bist ins Licht gegangen, hast die höchsten Wein auf YouTube erlangt, die man für Geld sich erkaufen kann. Und natürlich vier Benno-Punkte. Ne? Ist klar. Vier Benno-Punkte. Muss ich alles noch in die Beschreibung für den Kanal schreiben? Äh, für die Kanalmitgliedschaft. Äh, das ist das Buch vom Beleuchteten, dass der sich auf den Schädel haut. Ja, genau. Das war das Buch des Erleuchteten. Das ist die erste Ausgabe. So, ähm, Michi, wir sind keine Influencer, sondern einfach ausdauern, schreibt der Klaus. Ja, das muss man zugeben. Wenn man das macht, ist man ausdauernd. Das kann man anders nicht sagen. Ich denke mal, da kann man auch ein paar Wochen auf einem Nagelbrett liegen, ohne dass einem was wehtut. Ähm. Tipp, 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 tipp. Auf Stuhl liegt ein Kantschlüssel mit Flügelkopf, sagt der Roman. Also Roman äh, beteiligt sich auch wieder am Gewinnspiel. Da haben wir das, ne? Äh, hab unseren E-Ab von Dresden nach Stuttgart überführt, war mit einer Übernachtung kein Problem. <laughs> Gut, aber Übernachtung ist natürlich auf der Strecke nicht unbedingt das, was man möchte, ne? So, ähm. Ja, Österreicher und Witze, Witze sind halt ein Problem, sagte Erich. Selbstkritisch sind sie die Österreicher, das finde ich gut, Selbsterkenntnis und so weiter. Erster äh, Weg zur Besserung. Gut, das Thema Brände haben wir damit, denke ich, abgeschlossen. Ne? Wir müssen ja auch ein bisschen fortschreiten im Programm. Ihr denkt auch alle daran, dass ihr ähm, äh, nach dem Stream auf jeden Fall entweder mit zu Twitch kommt, falls ihr das nicht macht, dass ihr dann, und das ist hier falsch, auf jeden Fall nochmal das nachfolgend verlinkte Video. Moment, ich stelle es nochmal in den Chat. Dass ihr euch das auf jeden Fall anschaut, denn das ist wichtig, damit ihr auch alle gut vorbereitet seid. Warum habe ich denn jetzt schon wieder einen Haufen äh, Abonnenten verloren? Keine Ahnung, ob das an meiner Renderei liegt. So, hier ist es. So, das Video hier. So, ähm, zack. Das ist der Schlüssel für die Standuhr, weil eine elektrische zu viel Strom braucht, sagt der Otto. Aha, interessant also. Ähm, hier wird äh, fantasievoll geraten. Und wir kommen zum nächsten. Zum nächsten Thema. Jetzt will ich nur gerade mal gucken, ist das ein Foto von Ford oder Copyright Ford? Ja, das kann ich euch sogar zeigen. Also, elektroauto -news schreibt: Elektroauto-Transporter Ford e-Transit kommt im Mai zu den Händlern. Und der könnte ja auch unter Umständen dienen, um daraus so ein Wohnmobil zu machen. Da wird es bestimmt irgendwann Umbauten davon geben. Der ist relativ hoch, passt also nicht in meine Garage, wäre also jetzt keine Alternative für mich. Der ID-Bus, ne? könnte man schon drüber nachdenken, aber der passt halt nicht rein ne, und ist halt auch zu sehr äh, Lieferwagenmäßig. Aber ID pass das ist schon so ein Auto, was mich interessiert. So, und wenn die Kohle von der THG-Geschichte wirklich kommt, wer weiß, was ich dann mache? So, also ElektroautoNews.net schreibt: Eine der traditionsreichsten Baureihen von Ford startet in ein neues Zeitalter. Ab sofort können Kunden in Deutschland den e-Transit ordern, die batterieelektrische Version der beliebten Transporterfamilie. Der e-Transit wird in den Ausstattungsvarianten Basis und Trend angeboten. Mit Marktstart im Mai wird es den e-Transit als Kastenwagen, Einzelkabine LKW, Kastenwagen, Doppelkabine LKW und als Fahrgestell, Einzelkabine geben. Also Fahrgestell, Einzelkabine heißt, da kann dann jeder äh, sich hinten was drauf äh, klatschen, wie er möchte. Der e-Transit Kastenwagen kostet als Einzelkabine ab 55.845 Euro. Das sind natürlich Preise, ne? Uh, der Verbrenner ist doch deutlich günstiger. Ähm, und das ist netto. Ohne Mehrwertsteuer, mit Mehrwertsteuer sind wir dann schon fast bei 67.000 Euro. Der grundsätzlich in Trendausstattung angebotene Kastenwagen mit Doppelkabine steht ab 72.500 Euro zur Verfügung. Und das e-Transit Fahrgestell mit Einzelkabine ab 63.000 Euro. Also wir reden hier schon von Preisen, die ein bisschen schwierig sind. Und an dieser Stelle äh, gebe ich auch nochmal eine Geschichte zum Besten, die ich hier schon mal erzählt habe vor einiger Zeit. Ähm, wir hatten bei der Stadtsparkasse, äh, bei der Städtischen Sparkasse und Landesleihbank Fulda, hatten wir einen Transit, einen Dieseltransit. Ne? Und mit dem sind wir auch äh, zum, äh, äh, wie heißt das, Weltsparen gefahren. Ne? Und dann in Schulen. Und haben dort halt Kleingeld eingesammelt. Das waren halt solche Aktionen, damit man zukünftige Kunden gewinnen konnte. Und ich hatte auch einmal die Ehre, als Fahrer das Ganze zu begleiten. Also, ich musste den Ford Transit aus der Tiefgarage holen. Zwei Stockwerke in der Tiefgarage mit Feuermeldung. Und dieser Transit fuhr leider nur mit Diesel, ganz klar, und nur auf drei Töpfen. Das heißt, bis ich den in der Tiefgarage überhaupt erst zum Laufen gebracht hatte, war da unten schon ein gutes Maß an Nebel vorhanden? Was ne? hätte man jetzt mit einem E-Transit äh, e nicht gehabt? Das heißt, die unterste Etage der Tiefgarage war neblig. Ne? Aber dann konnte ich aus dem Parkhaus wild rausfahren und wir haben uns auf den Weg gemacht Richtung ähm, Schule. Und äh, das Ganze hat dann so knapp zwei Stunden gedauert. Dann waren wir wieder zurück und da fuhr gerade die Feuerwehr von der Hauptstelle der städtischen Sparkasse und Landesleihbank weg. Wir fragten uns noch im Bus sitzend, na, was hat denn die Feuerwehr hier gemacht? Und jetzt ratet mal, warum die Feuerwehr da war. Gucken wir mal, ob ihr das im Chat erratet. Obwohl es nicht so schwer zu erraten ist. Es gibt übrigens nichts zu gewinnen, für denjenigen, der es richtig errät. Bin gespannt. So, der E-Transit wäre nicht mal auf drei Töpfen gelaufen. Genau, Andi, weil der hätte gar keine Töpfe gehabt. X-Bus Camper wird auch interessant. Dirk, der muss auch erstmal kommen, da bin ich skeptisch. Weil der Michi die Tiefgarage vollgequammt hat. Genauso war es. Der Rauchmelder hat nämlich einen Brand angezeigt und deshalb ist die ähm, Feuerwehr angerückt. Ich bin also wohl der einzige, äh, äh, der einzige Ford Transit Fahrer, der es geschafft hat, mit einem Ford Transit einen Feueralarm auszulösen. Das hat dann natürlich auch wieder die Sparkasse ein bisschen Geld gekostet, aber ganz ehrlich. Ich habe da keine Schuld bei mir gesehen, genauso wie bei einem gewissen Wildschweinunfall, ne? Weil wir alle erinnern uns. So sieht das aus mit einer Wildsau. Und hüpf! Ins Gebüsch. Falls ihr es nicht gesehen habt, so sieht's aus mit einer Wildsau. Erst durchs Tor, Tor kaputt machen und dann hüpf! Ins Gebüsch. Das erinnert mich ein bisschen, warte mal. Wie hieß nochmal, ähm, ne? No? Geht's ja jetzt nicht. Jetzt. Das erinnert mich ein bisschen an den Grashüpfer von Hüpf von Biene Maja. Äh, hieß der Flip? Ja. Also die Wildsau aus dem Video würde ich Flip nennen, ne? weil die Hü Hüpf so über die Mauer gehüpft ist, ins Gebüsch. Wahnsinn. So, Michi hat in der Garage gequalmt. Genau, wird aber teuer. Kim, das ist schon... Wie lange ist denn das her? Das muss gewesen sein. 1992 würde ich sagen. Oder 1900... Ja, 1992 schätze ich mal. 92... Ja, das könnte sein. Vielleicht sogar schon 91. 91 könnte auch sein. 91 oder 92. Also mindestens mal 30 Jahre ist das her. Ja, jetzt werden sich einige fragen, wie, Moment mal, du bist doch gerade erst 25, wie soll das gehen? Liebe Freunde, ich gehe auf die 50 zu. Das können sich einige von euch nicht vorstellen. Ist aber so. Äh, der Transit war berühmt für seine perfekten Abgaswerte und Gerüche. Sobald der vor einem Pferd wird, die, äh, direkt Umluft eingeschaltet. Ja. Ähm, der Transit damals, und vor allen Dingen der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, ne, weil da gab es keine langen Strecken zu fahren. Den haben die Hausmeister normal benutzt, um die Filialen im Stadtgebiet anzufahren, um da halt Gartenarbeiten zu machen oder irgendwas zu reparieren. Also der hat nie die Autobahn gesehen und deshalb äh, war der halt total verkokt und deshalb lief er halt nur auf drei Töpfen. Ähm, Michael hat sich angekackt, weil er so geraucht hat, darum ist der Rauchmelder losgegangen, hatte nichts mit dem Rauch zu tun. Doch. War nur der Rauch. Aber ich muss auch sagen, mir hat keiner Vorwürfe gemacht. Bo-bo-bo-bo. Weil, äh, also wenn der, wenn der Fort Transit den Rauchmelder auslöst, ja, was sollen wir da noch machen? Äh, äh, ich bin noch nicht lange dabei, aber du und ihr seid eine geile Truppe. Ja, also die Truppe ist so lala. Ne? Aber meine Persönlichkeit, die nicht nur wunderschön ist, sondern auch hochintelligent, diese Persönlichkeit reißt natürlich alles raus. Und was wichtig ist, MP, das nur noch zur Info für dich, ich bin trotz meiner gottgleichen Erscheinung und Persönlichkeit bescheiden geblieben. Das ist wichtig. Gut, es, euch brauche ich das jetzt zu so sagen. Ihr habt keinen Grund äh, abzuheben. Aber ich habe ja tausend Gründe, arrogant und abgehoben zu sein. Und ich habe es trotzdem geschafft, wirklich äh, nur so vor Bescheidenheit zu, ähm, äh, zu strotzen. Äh, wie ich immer so schön sage, äh, ich erschrecke immer wieder von der Schönheit meiner eigenen Persönlichkeit. Ja, muss man einfach so sagen. Du wirst dieses Jahr 50. Ruhe, Rowena! Ruhe! Sowas sagt man doch nicht. So, also, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, weil äh, das Thema, oder wollen wir nochmal gucken, wir können ja nochmal schauen, genau, wegen Nutz, ja, da gucken wir jetzt nochmal rein, genau, ähm, oh, das ist auch nicht wichtig, dieser, der neue, also, das lesen wir gerade nochmal vor, ne, für die Handwerker unter euch, der, also diejenigen, die am meisten verdienen, die Handwerker unter euch, ne, der neue E-Transit entlastet nicht nur die Umwelt, sondern bietet Unternehmen auch klare wirtschaftliche Vorteile, fortschätzt, dass beim e transe der Aufwand für Wartung und Reparatur um 40% niedriger ausfällt als bei vergleichbaren Dieselmodellen. Allerdings, liebe Ford-Verantwortlichen, man muss erstmal einen deutlichen Aufpreis bezahlen und das ist natürlich kacke. Was unter anderem auf den geringeren Wartungsbedarf von Elektromotoren zurückzuführen ist. Dieser Vergleich basiert auf einer Dreijahresperiode von 180.000 Kilometern. Äh, außerplanmäßige Wartungskosten für einen batterieelektrischen Kastenwagen im Vergleich zu einem Kastenwagen mit Dieselantrieb. Und jetzt kommt es aber. Äh, die Akkugröße lässt das Auto nicht für Langstrecke geeignet erscheinen. Das Herzstück des im Fahrbetrieb emissionsfreien E-Transit bildet die Batterie mit einer Protokapazität von 77 Kilowattstunden, aus der 68 Kilowattstunden nutzbare Kapazität resultieren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass ein äh, Sport-SUV, ein Crossover, aus Mexiko über die USA nach Deutschland gelangt, das hier unter mir in der Garage steht, ein äh, 99 Kilowattstunden Akku äh, verbaut hat mit 88 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität. Da ist das hier, liebe Ford-Verantwortliche, ein echter Treppenwitz. Äh, so ein großes Auto, warum da nicht einfach den gleichen Akku reinballern, wie den aus dem Mustang Mach E? Und der Mustang Mach E ist ja auch noch deutlich günstiger als der Ford E-Transit. Also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Damit erzielt die elektrische Version des weltweiten Bestsellers, im Segment der leichten Nutzfahrzeuge, eine Reichweite von bis zu 317 Kilometer. Also, mal ehrlich, 200 Kilometer und im Winter wahrscheinlich noch weniger. Dies ist für den realen Arbeitsalltag mehr als ausreichend, selbst wenn man wechselnde Nutzlasten und Streckenprofile mit einbezieht. Der E-Transit ist somit ein ideales Nutzfahrzeug für nahezu alle gewerblichen Einsatzzwecke in Handwerk, Service und Lieferung im lokalen und regionalen Umfeld. Also insbesondere in urbanen Null-Emissions-Umweltzonen und in Geofencing-Gebieten. Was sind denn Geofencing-Gebiete? Ich kenne Geofencing nur Oh, wie sagen, meine Mutter war ja dann am Ende leider dement. Da habe ich dann auch so eine GPS-Uhr besorgt. Ne? Und äh, dann auch mit so Geofencing und so einem Kram. Ja. Äh, der an ein stufenloses Eingang-Automatikgetriebe gekoppelte Elektromotor steht in zwei Leistungsstufen zur Wahl: 184 PS und 269 PS. Der ist dann für Heavy Duty. Äh, beide haben ein Drehmoment 430, äh, von 430 Newtonmeter. Wird sicherlich deutlich mehr Spaß machen, das Auto zu fahren, als die Diesel-Varianten äh, von dem äh, Transit. Gut, machen wir hier einen Hagen dran. Äh, haha, hat 1,99 99 springlasen für ein schönes Thema. Das Geld hast du zum Fenster rausgeschmissen. Äh, haha, ich habe heute keine schönen Themen. Und die Heike hat ein, was sind das für ein Männchen? Was hatten wir das auf? Moment mal, das ist ein klatzköpfiges, altes Männchen, was die Heike geschickt hat. Die spielt damit auf mein Alter an. Ich bedanke mich an dieser Stelle trotzdem, liebe Heike, weil du hast es bestimmt nicht böse gemeint. So, ähm, Transit ist halt ein Verbrennerumbau, da muss man halt schauen, wo man ein paar Badzellen unterbringen kann. Gut, da hat der 67er Matze sicherlich nicht ganz unrecht. Als Womo für eine Tour Ruhrgebiet, kroatische Adria, drei Tage Anfahrt, drei Tage Rückfahrt, ein Tag Urlaub. Ja, Johnny 07, ich glaube, da hast du es sehr gut zusammengefasst. Da muss man dann eigentlich das so machen, dass man von Erholungsgebiet zu Erholungsgebiet fährt und sagt, wir bleiben mal vier, fünf Tage in dem Erholungsgebiet. Dann fahren wir wieder 150 Kilometer weiter, bleiben dort 4-5 Tage. Also am besten so ein drei eine dreiwöchige Rundreise durch Deutschland machen. Ne? Nicht unbedingt an die Adria, es sei denn, ihr wohnt so wieder, äh, wieder Otto schon in, in, in Südösterreich. Moment mal, Adria, wo ist eigentlich die Adria? Adria. Ist doch Mittelmeer, oder? Ist das nicht am Mittelmeer? Adria. B -b 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 doch Mittelmeer, oder? Bin ich jetzt falsch? Ja, Adriatisches Meer ist praktisch Mittelmeer, ja. Ähm, wenn ihr natürlich in Österreich schon, in Südösterreich wohnt, so wie der, ja, obwohl so richtig Süden wohnt er ja auch nicht, ne? Ja, er wohnt zwar südlich von Wien, aber er hat schon auch noch weit, ne, bis an die Adria ist schon noch ein Stück. Okay, egal. Äh, egal, also ist nicht ganz das Ideale dafür. Deshalb schaue ich heute auch äh, NFL, also er schaut Nutzfahrzeuge für, nein, er schaut National Football League. Wenigstens heißt die nicht World Series. Ne? Ihr müsst euch das mal überlegen. Die Amis nennen ihre, ähm, Baseball heißt das, glaube ich, ne? Das mit dem Schläger. Äh, nennen die World Series. Obwohl nur, ähm, US-amerikanische Teams te dran teilnehmen. Das ist so als, äh, ja, als würde man die Bundesliga als Weltmeisterschaft bezeichnen. Tja, so sind sie, die Amis, ne? So, äh, Erich ist näher, sagt der Otto. Okay, dann musste Erich mit dem E-Transit an die Adria. Gut! Micha und Erdkunde, ja, ist ein bisschen schwierig. Michi und Geo, das wird nie was. So sieht's aus. Deshalb habe ich ja meine österreichischen Freunde. Die haben zwar von äh, Orientierung auch keine Ahnung und von Navigation, aber die können zu Hause am PC dann immer äh, nachschauen. Und deshalb können die mir da ganz gut helfen. Gut, und jetzt kommen wir, Moment mal, 2149 haben wir schon. Nein, das überspringen wir. Das nehmen wir dann nachher auf Twitch mit rein. Jetzt kommen wir zu einer Mail, die mich vom herzallerliebsten mit Geld nicht zu bezahlenden Alex äh, erreicht hat. Und der hat sich aufgeregt. Der Alex hat sich aufgeregt, Leute, in einer Art und Weise, ja, wie ich das nie machen würde. Der schreibt nämlich, hallo, erhabener Michi, richtige Anrede. Die Autohäuser können es sich im Moment anscheinend leisten, nicht nur Autos teurer zu machen. Da spielt er auf die Aufpreise an, die wir zum Beispiel beim Skoda Enyaq Founders Edition gesehen haben, nämlich 11.000 Euro. Ebenso on top, auf den Listenpreis. Ein Autohaus aus Hennstedt-Ulzburg nimmt jetzt für die Besichtigung von Autos 15 Euro und für eine Probefahrt 35 Euro. Für die Besichtigung von einem Auto 15 Euro. Und für eine Probefahrt 35 Euro. Ein bisschen schwierig, ne? Also äh, von Markenherstellern glaube ich es schwierig. Im Luxussegment vielleicht, weil da kommen auch mal welche, die wollen halt mal einen Ferrari fahren, die lässt man dann einfach so äh, damit umherfahren, aber zum Beispiel ein e ab oder ein ID3, ja, den werden die wenigsten holen, äh, einfach um mal mit dem Auto zu fahren, ne? sondern die haben dann in der Regel auch Interesse an den Fahrzeugen. Ähm, dieses Geld wird zwar beim Kauf verrechnet, aber ähm, es hat beim Alex für Verstimmung gesorgt. Ich habe euch hier auch mal die Seite rausgesucht. Ich möchte dazu sagen, es handelt sich scheinbar nicht um einen Markenhändler, ja. Und was jetzt dieses vermutlich eher ähm, kleinere Autohaus dazu veranlasst, das so zu handhaben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist Corona mit ein Grund dafür. Aber auf der Internetseite ist tatsächlich zu finden. Ich habe die Internetseite jetzt extra mal, nicht, extra mal nicht dazu genommen, weil ich finde es gar nicht so sehr ehrenrührig, wenn die entsprechend schlechte Erfahrungen gemacht haben und wie gesagt ich gehe davon aus, dass sie in der Hauptsache auch Gebrauchtfahrzeuge vermitteln und vielleicht haben die ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass da Leute kommen und einfach mal mit dem Auto ein bisschen rumfahren und Zeit stehlen und da nichts kaufen und das wollen die halt so verhindern. Ob sie damit dann auch Kunden vertreiben, ist wieder die andere Frage. Aber lieber Alex, ich muss an der Stelle sagen, ich würde das nicht so hochhängen. Ich denke mal, ähm, das ist eher so ein Autohaus spezifisches Problem, dass die, die Erfahrung gemacht haben, dass da Missbrauch stattfindet und die dem vorbeugen wollen. Und wenn sie damit Kunden vertreiben sollten, dann ist das halt deren Problem, aber die werden schon wissen, was sie machen. Und irgendwo kann ich es auch verstehen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wenn ich bei Porsche im Anzug aufgetaucht bin, da haben die immer versucht, mich mit, äh, zu einer Probefahrt zu zwingen. Ne? habe ich zum Beispiel mal für einen Cayman interessiert. Ich kam im 435D natürlich bin ich dann auch rein vom, äh, vom Auto, mit dem ich ankomme und noch mit dem Anzug. ne Die wissen ja nicht, dass der Anzug äh, im Doppelpack gewesen ist für 50 Euro. Ähm, konnte man denken, der kauft sowas. Ne? Habe mich für den Taycan interessiert, habe mich auch mal reingesetzt und dann fragte der Verkäufer gleich, na, wollen Sie mal eine Runde fahren? und habe ich gesagt, äh, nee, weil der Sitz ging ja gar nicht weit genug zurück. Du hast da nämlich eine feste Rückwand und der Sitz ging nicht weit genug zurück und ich saß äh, wie der Aff auf dem Schleifstein, wie man bei uns sagt, äh, in dem Ding. Was soll ich dann damit fahren? Hat mich dann interessiert, weil das Auto war damit erledigt. Das war aber noch der erste Teil äh, Cayman, vielleicht ist das ja mittlerweile bei den neueren Modellen ein bisschen anders. Gut, das war dann die Mail vom lieben Alex. Und äh, jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Da hat mich der Eberhard angeschrieben und hat mich äh, gebeten, ein bisschen Werbung für seine Internetseite zu machen. Äh, ist kostenlose Werbung, ne? aber es ist eine interessante Datenbank über Elektroautos, wobei ich glaube dass sich der Eberhard unter Umständen auch schwieriger Konkurrenz aussetzt, denn es gibt ja schon EWI Data. Nee, wie heißt es Wie heißt denn die Seite, die ich immer nehme? EWI? Doch, EWI Data gibt es schon, ne? Und die, ähm, die Internetseite vom äh, Eberhard heißt lustigerweise nicht EWI Data sondern BEV Data ne? Also äh, auf jeden Fall clever, wobei ich auch sagen muss, Eberhard. Ich weiß nicht, warst du vorher mit deiner Datenbank? Weil da hätte ich schon ein bisschen einen anderen Namen vielleicht gewählt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber die sieht gut aus und ähm, der Eberhard hat mich richtig angesprochen, deshalb stelle ich die euch mal kurz vor. Hallo Erhabener, die Datenbank ist mittlerweile ganz gut mit Leben gefüllt. Er arbeitet also noch dran, da wird sich also noch einiges tun. Wenn du das Projekt mal in den Ben vorstellen möchtest, würde ich mich äh, sehr darüber freuen. Ich habe mittlerweile auch angefangen, den einzelnen Autostest von YouTubern zu verlinken. Wenn du nichts dagegen hast, verlinke ich da auch gerne Autotest-Vorstellungen von dir. Ich verlinke dann auch gerne deine Homepage mit dazu. Kannst du natürlich gerne machen, Eberhard, da freue ich mich. Wobei ähm, du kannst sowieso YouTube-Videos verlinken auf deiner Seite, so ist mein Kenntnisstand, ohne Gewehr. Wenn derjenige, der die Videos auf YouTube online stellt, nicht möchte, dass die extern verlinkt werden, dann kann der das in den Einstellungen zu seinem Kanal, zu seinen Videos entsprechend eingeben. Und dann lassen die sich auf deiner Seite gar nicht abspielen. Das machen aber die allerwenigsten, äh, sondern die meisten lassen das zu. Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag, Eberhard. So, und ähm, hier haben wir dann diese äh, WordPress-basierte, also hier, das äh, muss er auch noch austauschen. Ähm, ne, da ist noch das WordPress-Symbol. Da habe ich ja zum Beispiel schon, und? Äh, da ist sogar bei mir ein B drin, ne? Hier oben, seht ihr das? Ne, für Breaking Electronews. Also, da ist noch ein bisschen Arbeit erforderlich. Und wir können ja hier gleich mal äh, gucken, was er da so hat. Also, BEV-Data-BSDE statt EV-Data-BSDE. Ähm, auf jeden Fall originelle Internet-Domain. Ähm, hier MG Marvel Air Comfort hat er schon online. Aber da gibt es ja auch mehrere Modelle, Eberhard. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Hier ist jetzt nur ein Modell. Es gibt ja den Performance. Es gibt den Heckantriebler und ähm, gibt es jetzt sogar. Es gibt noch einen mit einem kleinen Akku. Ne? Ähm, ist das sogar der Heckantriebler, glaube ich. Aber ihr seht auch hier. Äh, von wem ist das Video? Cookie Policy. Mal gucken, von wem das ist. Ach, das ist. Äh, ach, das verlinkt dann auf die eigene Seite. Okay, ich weiß nicht. MG Haus A. Ah, äh, MG Autohaus Kliniker hat das überlassen. Ah, das ist doch nicht schlecht hier. Ne? Könnt ihr hier schon mal ein bisschen reingucken und euch den Innenraum anschauen? Also nicht verkehrt, hier unten dann auch noch ein paar ähm, technische Daten, noch ein paar, meinst du das doch, die anderen Modelle? ne, ist nur die Bildergalerie. Ähm, Link zum Hersteller MG Marvel Air. Genau, und da gelangen wir zur Seite. Also wenn ihr da, wie gesagt, ich gehe davon aus, der Eberhard wird noch ein bisschen, äh, bisschen, Eberhard, ne? genau, wird noch ein bisschen Arbeit investieren in das Ganze, aber es ist schon so weit, dass man es jetzt auch mal vorstellen kann. Und Eberhard, wenn du das hier siehst, kannst du natürlich gerne meine Videos und meine Internetseite verlinken. Da habe ich natürlich nie was dagegen. Und ich gehe davon aus, der Eberhard wird das Ganze auch noch ein bisschen mehr mit Leben füllen. Okay, also, damit haben wir das durch. Wir haben fast 10 Uhr, sind also gut in der Zeit. Und ich lese jetzt nochmal, was ihr schreibt. Äh, Michael, zahlst jetzt auch 15 Euro, wenn wir seine Videos anschauen? Nee, ich zahle doch nichts. Wenn ihr müsst, ihr bezahlen. Äh, mal gucken. Äh, Wohl eher wie eine Schildkröte auf dem Schleifstein. Danke, Haha. Da bezieht er sich darauf, wie ich im Taikan saß. Ähm, Hari schreibt, man kann auch im Designer-Hoodie Einzelstück kommen. Okay, ja, wenn ich im Ben komme. Ich glaube, Breaking News. Aber ich habe heute auch mal einen BMW-Verkäufer angeschrieben wegen BMW i4. Guckt mich jetzt mal so ein bisschen um, was es am Markt gibt. Ich hoffe ja, dass die THG-Kohle kommt. Und ähm, vielleicht äh, nutze ich die Gelegenheit, weil im Moment ist der Markt halt so, dass man sein Auto ganz gut wieder verkaufen kann. Vielleicht wechsle ich auf, auf ein anderes Auto. Aber habe ich ja schon mal drüber gesprochen, das ist aber noch nicht spruchreif. Ähm, Bad Terren schreibt, Micha zahlt mir 300 Euro im Jahr. Das spielt er wahrscheinlich auf die THG-Quote an. Äh, der Bad äh, mit Eberhard scheint Michi kein Problem zu haben. Eberhard. Ah, oh, wieder ein, ein, ein Wildschweinwitz vom Gundram. Der ist aber um 1000 Ecken. Ähm, bin halt kein Mitglied, deswegen nur Geringverdiener. Ähm, ja, lieber äh, Bad Terence, ne? Also, ähm, wenn dann das Buch auf den Markt kommt, da würde ich dir empfehlen, die 59,95 Euro auf jeden Fall zu investieren. Das Buch heißt Im Schlaf zum Milliardär. Das heißt, du legst dich ins Bett und irgendwann wachst du als Milliardär wieder auf. Wie das geht, ist dann alles in dem Buch beschrieben. Wie gesagt, im Kopf alles schon fertig. Musst du noch zu Papier oder ähm, in den Computer bringen. So. Ähm, alternativ zur Schildkröte auf dem Schleifstein würde ich Trampeltier auf dem Schleifstein vorschlagen. Was ist denn los mit euch? Habt ihr schon mal was von Internetbullying gehört? Ne? Das ist äh, gar nicht geschätzt gesellschaftlich, das ist geächtet. Ja? Und ich habe ich hab auch Gefühle. Da könnt ihr ja die ganze Zeit drauf rumtrampeln. Ne? Also, es, es kommt mir manchmal so vor, als würdet ihr mit der Tür ins Haus fallen. Hüpf! wie süß die Maus über die Mauer hüpft, ne? Da denkt man, die kann nicht über eine Leitplanke. Ich habe echt gedacht, die kommen nicht über die Leitplanken drüber. Mittlerweile weiß ich, die kommen auch über Leitplanken. So, ähm, da Rainer wird Honorarkonsul für Benetaria und dann werde ich reich. Gut, wenn wir auf Pistonia erstmal sind, ne? Ihr wisst ja, für alle Kanalmitglieder geht's nach Pistonia. Noch bevor der Sion von Sono Motors auf den Markt kommt, Da boop, 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 brauchst du eh kein Geld mehr. Weil das ist ja wie Schlaraffenland. Da wachsen dir die Hähnchen von den Bäumen praktisch in den Mund. Ne? Man braucht sich gar nicht mehr bewegen. Und ist trotzdem gesund, man braucht keinen Sport zu machen, weil auf Pistonia sind die äußeren Verhältnisse so, dass ihr alle 200 werdet. Ist der Sonntag noch so trübe, wart bis neun dann voll die Rübe, schreibt der Gundram. Also, äh, Gundram, dir ist aber echt ein Dichter und Denker verloren gegangen. Heute Pony aus Österreich an Fastnet in Eching getroffen mit netten Gesprächen. Mit anderem Klaus und nettem Anhang musste sie direkt auf dich hinweisen. Michi, kostenlose Werbung. Klaus, nicht nur die Nudeln und die Nudelsauce kostenlos. Nein, auch noch die Werbung. Vielen lieben Dank, lieber Klaus. Die Sau wollte nur schnell ins Marihuanafeld im Garten. Das ist ausgeblendet, Bad. Blende ich mal ein. Nee, ich hab's das hier nicht ausgeblendet. Ah, ich hab's das hier nicht ausgeblendet. Ich ich hab's ja vorgelesen. Versehen nicht, falscher Knopf gedrückt. So, äh, der Klaus schreibt das gleiche nochmal, der Rudi schreibt, aber kauen soll ich dann selbst oder was? Nein, wenn du möchtest, kriegst du die Nahrung auch intravenös, per Tropf, ne? Und den Mund streicheln, äh, pinseln dir dann äh, attraktive Damen oder attraktive Herren, je nachdem was du bevorzugst, äh, mit dem entsprechenden Geschmacksverstärker aus. Das heißt, du brauchst nicht zu kauen, hast trotzdem den Geschmack und wirst mit entsprechenden äh, äh, Nährstoffen äh, versorgt. Gut. Also, ich denke, also liegt das Buch auf Pistonia bereit. Ja, auf jeden Fall. Äh, Bei die Sau wollte nur schnell ins Marihuana-Feld im Garten. Ja, ich habe es doch vorgelesen, Otto. So, also, liebe Freunde, wir sind äh, mit dem offiziellen Teil um Punkt 10 Uhr zu Ende. Jetzt gilt es nur noch, das Gewinnspiel aufzulösen. Und ähm, äh, ich gebe heute keine Tipps, weil äh, das ist zu einfach alles und ich kann auch nicht halt zu viel von meinem... Geilen preiswerten äh, Merch, den es natürlich auch merge Merch zu, äh, zu kaufen gibt. Kann ich dann einfach so raushauen. Ich zähle jetzt bis 0, von 5 bis 0 runter, so lange könnt ihr noch mitraten und dann löse ich auf. Also 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schluss! Jetzt kann keiner mehr mitraden. Rianne war plü. So wie letztens bei meinem Mustang mache ich ne Da, wie gesagt, gehe ich davon aus, es lag daran, dass der Stecker gesteckt hat, aber die Wallbox aus war. Das ist also so ein kleiner Programmierfehler beim Ford, aber kein großes Problem, weil der lädt nämlich dann, wenn er angeschlossen ist, die 12-Volt-Batterie wohl nur aus der Wallbox. Sagt er also zwischendrin immer mal wieder, ich bin zwar voll, aber jetzt kannst du mir noch mal ein bisschen was geben, damit ich den 12-Volt-Speicher verladen kann. Ähm, aber wenn dann die ähm, Wallbox nicht reagiert, sagt das Pony net ach, dann lade ich jetzt aus dem Fahraggu nach, sondern sagt schon, dann, oh, dann lasse ich die 12-Volt-Batterie halt leer gehen, juckt mich doch nicht. So, jetzt sehe ich gerade noch, der Guntram hat noch 1,99 äh, springen lassen. Oh mein Gott, nur mal so. Wir sind 1,99 auch nur mal so recht, äh, lieber Guntram. So, und jetzt lösen wir auf. Und alle von euch werden sagen, das ist ja viel zu einfach. Denn es handelt sich um einen Wegwerf- oder ein Einmal-Nassrasierer die ich natürlich, wenn ich sie benutze, auch öfter als einmal benutzen. Das ist ja klar, Sparbrötchen, drei-, viermal kann man die schon benutzen, aber dann sind die in der Regel stumpf. Wer von euch hat einmal Nassrasierer oder äh, Wegwerf-Nassrasierer? Äh, wenn das jemand von euch hat, jetzt schmeißen wir auch gleich weg, weil er schon benutzt, zack. Ähm, wenn das jemand von euch hat, ja, dann macht er bitte einen Screenshot mit Zeitstempel aus dem Chat und schickt die richtige Lösung an reporter at und der gewinnt dann, oder die, oder das, oder du, oder da, ähm, gewinnt dann ähm, das entsprechende Ben-T-Shirt, ja, in Premium-Qualität. Ihr könnt euch ein Motiv natürlich aus dem Shop aussuchen. So, aus die Maus, auf dem Stuhl, Urkunde vom eCanborn. Ja, das stimmt zwar bei Terrence, aber das war nicht das, was gesucht war. Mia's Lady-Shaver, ja, das ist für alles, ne? Hab jetzt nochmal 20 Mal von 5 auf 0 runtergezählt, sagt der Johnny 07 Ja, das ist sehr gut, Joiny, sehr gut. Das war ja einfach wie immer, sagt der Exzessfahle. Ist ein Lady-Shave oder? Nein, ist ein Nassrasierer. Äh, ein Wegwerfrasierer. Ich hab's Wegwerfrasierer zu spät, MS09. Umweltverschmutzung, sagt der Alexander. Ja, aber wenn du mal unterwegs nichts anderes hast, dann nimmst du halt sowas. Fast hat er auch was Scharfes, sagt der Hamoka. Hast du gesagt, ein Bild von mir? Versteht aber was Scharfes? Hier, ne? Hier klingelt's, klingelt's. Okay. So, rate nur über nachhaltige Produkte, sagt der Philipp. Oh, ich mache da nicht mehr mit, ist mir zu einfach, sagt der Video von Tux. Also, ihr habt auch euren Stolz, das sind sie, die Benetarier, ne? Ein stolzes Kriegervolk, das sich nicht so einfach abspeisen lässt. Gut, also an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch wie immer kurz vor Ende des Streams bei allen Unterstützern bedanken. Ich bedanke mich bei allen, die heute im Superchat was haben springen lassen. Thank you very much, very appreciated. Ich bedanke mich an allen, bei allen, die den Merch kaufen, die über Amazon meinen Link äh, bei Amazon einkaufen, die den Merch hatte ich schon, glaube ich, ne kaufen genau. Ähm, also alle, die mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen, die meine Videos klicken und dann äh, eventuell auch noch auf die Werbung klicken oder sich die anschauen. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann bedanke ich mich bei den ähm, Benditos und Benditas, bedanke mich bei den Prinzessinnen und Prinzen und bei den Heras und Heros. Vielen Dank für die Unterstützung. Very appreciated in Hard Times. Dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Kaiserinnen und Kaisern und den Königinnen und Königen. Das sind nämlich auch ganz liebreizende Benetarierinnen und Benetarier. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Ich ich mich verklickt, die aber natürlich auch mit den Benno-Punkten in Zukunft entsprechend entschädigt werden, für einen finanziellen Aufwand, den sie jetzt in Vorleistung praktisch bringen. So, äh, Moment. Aktuelles Level, Königin und Kaiserin. Bubu, bu, bu, da muss ich jetzt erstmal. vorne weg. So, ich bedanke mich bei Alles Meins. Bei André, Christoph, Thorsten, Ella, Ella, Michael, Nkugel, Guntram, Stefan, Luk, Stefan, äh, Sebastian, Watzusewil, Stefan, Friedhelm, Dentleman, Robert, Andreas, Herbert, Oberfried, Bernie, Mickey, Roman, äh, Heike, Beast, Haha, Marco, äh, Jochen, Lukas, äh, Technikfan, E-Mobility Factory, Mark, Spocky, Elektrisch, Fred, Peter, Ganelen, Onkel, Alex, RMGA, Folger, Alexander, Dirk, Kom83, Elektrohorst, Andreas, Mario, Frank, Holger, Peter, Roland, der Seso, Sven, Daniel, Iselmann, Markus, Rudi, Wilpet, Andi mit E, Johnny07. Jetzt bin ich wieder vers versprungen hier. Scheune07, äh, Kurt, Gerhard, ElektroNerd, Roland, Philipp, Martin, Thorsten, Nico, Isol, Andreas, Klaus, L, Inselpirat, Reka, Jürgen, Thorsten, Tidor, Erich, Steff, Uwe, Alf, Idlam Bündel, von Jenny, Joachim, Christian, Marc, Rindi, Jürgen, äh, Nülü, äh, Bettina, te de äh, Marietta, Ralf und Highlander. Vielen herzlichen Dank, very appreciated in our times. Dann bedanke ich mich natürlich auch bei allen Patreons, die mich da schon sehr, sehr lange unterstützen und das auch sehr großzügig. Und zwar bedanke ich mich bei Boris, Carsten, Kim, Andreas, Markus, Holger, Philipp, Michael, Dirk, Martin, Peter, Jörn, Achim, Klaus, David, Klaus, Christian, CK, Ivio, Achim, Daniel, Thorsten, Ralf, Benedikt, Rindi, Andreas und bei Benno. Thank you very much, very appreciated in hard times. Dann gucke ich gerade nochmal bei Paypal. So und weil mir gerade PayPal einfällt, nochmal Grüße gehen raus an Joachim, der ja immer ganz oft über PayPal auch was hat Springlasen. Der momentan wie gesagt gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, gute Besserung geht an dieser Stelle raus, lieber Joachim. Und der Volker hat 5 Euro Springlasen für Tütensuppen. Vielen Dank, lieber Volker. Very appreciated times. Ich habe ja erst kürzlich, kann ich euch gerade noch zeigen, ein echtes Schnäppchen gemacht. Wer das nicht gesehen hat, das ist der Wahnsinn. Ich bin einfach ein Glückspilz, nicht nur dass ich ähm, äh, wieder Cola für 8,99 die Kiste, 8,49 glaube ich sogar, 8,49 die Kiste abstauben konnte. Nein, ich habe auch Edelfutter wieder ähm, äh, abstauben können. Hier die Ravioli Graf für 1,29 die Dose. Was will man mehr? Da ist doch die Nahrungsmittelversorgung wieder für eine ganze Zeit sichergestellt. Gut, wir sind am Ende des heutigen Streams angelangt. Ich bedanke mich bei jedem, der zugeschaut hat, jedem, der einen Daumen hoch da gelassen hat. Ihr dürft auch gerne noch, falls ihr noch nicht... Ansonsten sage ich Tschö mit Ö, der Klaus muss ins Bett, Guts Nächtle. Johnny sagt Tschö, Bad sagt Gutes Nächtle, Guntram sagt Guten Night und knitterfrei Fahrt allen. Bis gleich auf Twitch, genau, Licker, da machen wir nämlich weiter, holen wir auch einen Discord wieder dazu. Also Tschüss, wir sehen uns. Ciao. So, da muss ich.